Hallo, hier ist sie wieder, die Wissenschaftliche Tagesschau heute, Talks am Telefon. Und wir haben heute wieder einen Gast, den ich jetzt erstmal ins Bild bringe, Stück für Stück. Bitte, bitte stellen Sie sich selber schon mal vor. Ja, mein Name ist Öff Öff, alias früherer bürgerlicher Name Jürgen Wagner. Und ich verstehe mich als radikalen Systemaussteiger oder Umsteiger, besser noch, was mir am liebsten ist, Systemwandler. Und ich habe mit 13 Jahren angefangen, über mein Leben nachzudenken und bin zum Ergebnis gekommen, man kann ganz leicht verkehrt leben für unwichtige und falsche Sachen. Und habe gemerkt, wir Menschen haben diesen Geist, diese Fähigkeit, uns zu orientieren. Und ab diesem Zeitpunkt wollte ich da nichts mehr dem Zufall überlassen, sondern ganz mit System fürs Wichtige und Richtige leben. Und immer so ab diesem Zeitpunkt nach dem Leitmaßstab gehen, ich nenne das das Prinzip des organischen Denkens, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Und das führte mich dann dazu, dass ich später aus dem Staat ausgetreten bin, meine Papiere zurückgegeben habe, weil ich mit solcher fremdbestimmenden Herrschaft nichts zu tun haben möchte. Und ich habe dem Arbeitsamt schriftlich gegeben, dass ich nicht an irgendeiner Art von Leistungsprinzip, Konkurrenz gegeneinander, Tauschprinzip, Geldverkehr, Geldwirtschaft teilnehmen werde. Und bin dann ausgestiegen auf die Straße, erst als bettelnder Wanderprediger. Dann habe ich so Häuser für alternative Sozialarbeit gemacht und dann auch ganzheitliche Selbstversorgungsprojekte. Und ja, das ist so der Abriss. Das Ja. grundlegendste Prinzip der Schenkerbewegung, die ich gegründet habe, ist letztlich in einem Satz auch zusammenfassen. Und zwar ist das so, dass wir als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen wollen in freier Argumentekultur. Ja, und die Gemeinsamkeit ist ja, dass wir von den Next Scientists for Future.de ja letztendlich auf eine Schenkgesellschaft, eine Gesellschaft des Schenkens hinauslaufen wollen, weil wir das aus der naturwissenschaftlichen Perspektive heraus für die natürliche Lebensweise des Menschen halten. So, und dann beginnen wir, und indem wir erst einmal jetzt folgendes Bild aufschlagen, suchen Sie mal die Zeitskala bei den Bildern, die ich Ihnen gemailt habe. Also ich bin jetzt nicht an meinem Computerbildschirm. Das brauche ich ja auch nicht so. Also Aber dann sage ich Ihnen, was Sie auf dem Bild sehen, ja? genau, erzählen Sie mir mal, was Sie da wichtig Genau, finden. das ist ein kleines Zentimetermaß im Bild sozusagen. Das beginnt mit 13,8 Zentimetern und geht runter bis auf 0 Zentimeter. Und das nehmen wir als Zeitskala und benennen das jeweils mit anderen Milliarden Jahren und so weiter. So, und ich würde jetzt erst meine ersten 2 Minuten beginnen damit, dass ich erst mal für 2 Minuten unser Weltbild darstelle, wie wir das als Naturwissenschaftler die Welt sehen, grundsätzlich. So, dann beginne ich mal, und Sie hören, man hört es dann immer piepsen, wenn die Zeit um ist, ne? So, ja. Also hier unten bei 13,8 sagen wir vertrauen. Wir hoffen, dass wir nicht belogen wurden von den Forschern, die uns da behaupten, dass da ein Urknall aus dem Nichts heraus und aus dem für uns unvorstellbar, aus einer ohne Vorgeschichte, also etwas aus dem Nichts entstanden sein soll und sich aufgebläht haben soll, was man dann Big Bang oder Urknall nennt. Und das dann vor 10, also jetzt bin ich bei 10 Zentimetern mit dem Cursor, ja, bei 10, ungefähr vor 10 Milliarden, also 10 mal 1000 mal 1 Million Jahre, angeblich sich unsere Galaxie, die Milchstraße, irgendwann evoluiert haben soll. Und irgendwann ungefähr vor 5 Milliarden Jahren, also 5 Zentimeter bin ich jetzt, ungefähr unser Sonnensystem mit Sonne, Mond und Erde entstanden sein soll.
Und dann gehe ich weiter von 5 Milliarden auf 4 bis 3 Zentimeter. Da irgendwo soll dann DNS, also Gene sollen entstanden sein. Und danach soll durch das Naturgesetz von Variation und Selektion oder Mutation und Selektion soll die Evolution der Pflanzen, der Tiere und so weiter sich ereignet haben. So bis ungefähr vor 138 Millionen Jahre, das wäre der letzte Millimeter ungefähr. Also von den 13,8 Zentimetern hätten wir jetzt schon die ganze Weltgeschichte hinter uns, bis auf den letzten 1,38 Millimeter, den obersten Rand des Zentimetermaßes. Ganz oben bin ich jetzt und da wäre dann mein nächster Beitrag, wenn ich dann dran bin wieder. Soweit bin ich aber erstmal fertig. Ich mache dann in der nächsten Sache also weiter bei 138 Millionen vor unserer Zeit von heute. So, und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr Weltbild entweder zu sagen, ob Sie das Weltbild teilen oder ob Sie ein ganz anderes Weltentstehungsbild haben. Ich habe eine andere Herangehensweise. Das beginnt schon mit dem ersten Satz, oder ziemlich dem ersten Satz, den Sie sagten, nämlich, dass Sie den Wissenschaftlern vertrauen wollen oder hoffen, dass Sie denen vertrauen können, die da Ja, dieses oder jenes. denn ich kann ja nichts nachprüfen. Ja, doch, da komme ich jetzt zu. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir dieses Vertrauen nicht einfach blind vergeben können. Es ist möglich, dass jegliche äußeren Autoritäten, ob Machtautoritäten oder sogenannte Wissensautoritäten, uns betrügen können. Ja. Also die Wissenschaft, wir kennen alle, glaube ich, das Milgram-Experiment, wo gezeigt wurde, dass Ja. wissenschaftliche Autoritäten Menschen dazu gebracht haben, andere in sogenannten Lernexperimenten mit tödlichen Stromstößen zu versehen. Genau. Und jetzt im Moment leben wir auch in einer Phase, wo Virologen eine Situation beschreiben als Katastrophe, die vielleicht viel mehr Schaden anrichtet und Menschenleben kostet, als die Krankheit, auf die das bezogen wird, eigentlich an Schäden verursacht hätte. Das heißt, Genau, ich genau. glaube und vertraue erst einmal niemandem blind und ich würde Richtig. das auch niemand anderem empfehlen, Ja. sondern ich sage, also wie ich es vorhin schon beschrieb, wenn man bei sich im Inneren anfängt und dann auch möglichst wissenschaftlich gründlich vorgehen will, ist auch die Weise von Sokrates und anderen am Anfang der Philosophiegeschichte, Aha. dann sollte man erst einmal damit anfangen, habe ich erstmal eine Werteorientierung, mit der ich dann auch Vertrauen beurteilen kann, auch das Vertrauen von Autoritäten. Und ich nenne das individuelle Elementarwissenschaft, diese Werteorientierung und dann die damit mögliche Vertrauensprüfung. Aha. Ja. Dem kann ich großenteils zustimmen. Sie haben noch 10 Sekunden. Sind Sie fertig soweit? Ja, ich bin schon fertig. Gut, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Denn meine Erfahrung ist auch als Wissenschaftler, dass ich erstmal gar nichts glaube. Weil Wissenschaftsbetrug, Datenfälschung, alles halte ich für möglich. Bei der Corona-Krise müssen wir davon ausgehen, dass es sich aus meiner Sicht um eine marktwirtschaftliche, kapitalistische Gefährlichkeitsüberschätzung der Medizinindustrie handelt, die am Ende unbewusst und ohne böse Absichten wieder zu großen Geldgewinnen führen würde und wird und dabei aber die gesamte Wirtschaft zum Beispiel schwer beschädigt oder so, ja? Also das heißt, also ich glaube auch erst einmal gar nichts mehr. Deswegen sage ich aber nur irgendwie, ich muss ehrlich sein, dass ich eben dieses Weltbild glaube. Deswegen mache ich jetzt mal kurz weiter mit dem. Ich habe das Zentimetermaß, rolle ich jetzt wieder von unten auf. Ich bin jetzt bei 138 Millionen Jahren. Da haben ja angeblich die großen Dinosaurier, Tyrannosaurus Rex, also wir können jetzt den Film Jurassic Park laufen lassen vor innerem Auge, Brontosaurier, Tyrannosaurus Rex und so weiter gelebt. Und dann soll ja vor 65 Millionen, jetzt bin ich bei 6,5 Zentimeter, vor 65 Millionen Jahren etwas für uns ganz Entscheidendes passiert sein. Da soll angeblich ein Meteorit oder was auch immer auf der Erde eingeschlagen sein und angeblich soll zeitgleich dazu das Aussterben der großen Dinosaurier begonnen haben. Wodurch dann unsere Vorfahren, die angeblich zu diesem Zeitpunkt so Springhörnchengröße hatten, Mausgröße hatten,
sozusagen nicht mehr so von den großen Dinosauriern verdrängt waren, im Untergrund sozusagen, sondern jetzt anfangen konnten, zum Beispiel auch anfangen konnten, auf den Bäumen entlang zu laufen und dann unsere also immer deutlicher zu unseren Vorfahren zu werden. Aber meine Zeit ist um. Ja, vielleicht erstmal Sie soweit. Ihr nächstes Statement. Ja, also ich sagte schon, ich setze da so an von diesem immer auf wichtigste Frage bestbegründbare Antwort suchen und dass man dann bei sich so anfängt und dann diese Werteorientierung braucht. Und diese Werteorientierung kann ich vielleicht so ein bisschen kristallisieren, da braucht man eigentlich gar keine Geschichtskenntnisse für, sondern die kann man aus sich, aus seinem Bauch, aus seinem Herzen und seinem Kopf ableiten. Aha, also genau. Wenn ich so diese Reihenfolge mache, immer auf die wichtigste Frage, die bestbegründbare Antwort, dann komme ich als wichtigstes erstmal zur Frage, was macht mich glücklich? Dafür muss ich dann als zweites meine Bedürfnisse erstmal auch erfragen. Also was bin ich als Mensch und was sind so meine wesentlichsten Bedürfnisse? Mhm. Und da kommt man durchs direkte Selbsterleben. Ich denke, also bin ich, also überhaupt auch all das, was ich jetzt mache, auch was ich so an Gedanken formuliere, das geschieht ja im inneren denkenden Gespräch mit mir selbst. Und da kommt man zu derselben Definition durch Selbsterleben wie auch die Philosophie, die Biologie. Also der Mensch ist das denkende Tier, hat eine Vernunftseele. Und das Bedürfnis, was dann eigentlich unser zentralstes Bedürfnis sein müsste, wenn wir es da so definitorisch ableiten, das wäre vernünftiger Sinn im Ganzen oder das Wohl des Ganzen. Man kann auch vielleicht sagen, global denken, lokal handeln. Das wäre eigentlich unser Seelenbedürfnis, unser Vernunftbedürfnis. Und die nächste Frage ist ja, wie erreicht man das? Und dann kommt man dazu, dass man sich mit den Menschen beschäftigen muss, weil die sind, die jetzt das Steuerruder in der Hand haben, die mit der Dampfwalze über die Welt rüberwalzen können. Und dann sieht man wieder, was muss ich da erreichen? Nicht, dass die meine ganzen Lieblingsmeinungen oder irgendwelche zweifelhaften Ansichten teilen, sondern dass wir erstmal diesen Sinn- und Verantwortungskonsens teilen. Also wir müssen gemeinsam für das so nach dem schauen, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist. Und damit sind wir ja bei diesem Grundprogramm von Schenker-Bewegung, dass wir als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen müssten in freier Argumentekultur. Ja, das teile ich großenteils, teile ich Ihre Sichtweise, denn ich selber, ich habe ja sozusagen eine, ich schäme mich ein bisschen, eine schändliche Geschichte als ehemaliger Psychoanalytiker und Psychotherapeut und so weiter. Und da habe ich natürlich auch gelernt, eins Gutes ist dabei, mich selbst wahrzunehmen und meine Bedürfnisse wahrzunehmen, ja. Und daraus habe ich auch den Großteil meiner Erkenntnis gewonnen, aus dieser Introspektion, hätte sie vielleicht Freud genannt, ja. Und aber das kann sehr leicht von anderen Menschen angegriffen werden. Wenn ich so sagen würde, was ich als meine Bedürfnisse wahrnehme, dann könnte ein anderer Mensch jetzt ganz leicht sagen, ja, sie sind ja pervers oder sie sind ja unnatürlich oder sie sind ja krank oder ja, etwas. Und um das dagegen zu kontern, brauche ich die Naturwissenschaft, die das nochmal bestätigt, was ich in mir spüre. Ich spüre ja das Produkt der Evolution in mir, ja. Aber damit es die andere Welt nicht als krank darstellen kann und sich selbst als die Gesunden darstellen können, brauche ich die Naturwissenschaft, die mir nochmal beweist, dass meine Selbstwahrnehmung tatsächlich keine pathologische Selbstwahrnehmung ist, sondern eine gesunde Selbstwahrnehmung ist. Ja? Und deswegen gehe ich mal schnell weiter in den letzten Sekunden. Also hier dann, also in den Jahren so 40 Millionen, 30, 20, 10 Millionen, 13,8 Millionen Jahren mache ich dann im nächsten Durchgang weiter. Denn da, bis dahin haben dann diese mausartigen Tiere eben auch teilweise, einige haben angefangen auf den Bäumen rumzulaufen, die Äste entlang zu laufen. Dann haben sie irgendwann Greifhände entwickelt, wurden affenartig und irgendwann lebten sie dann vor 13,8 Millionen Jahren auf den Bäumen, unsere Urgroßmütter, unsere Urgroßväter. Und da steige ich in der nächsten Runde wieder ein. So, Ihre nächste Runde? Ja, ich greife das mal auf, mit dem wir brauchen die Naturwissenschaften auch, damit wir nicht als, ich sag mal, irrig oder verrückt oder wie auch immer oder pervers dargestellt werden. Pervers, genau. Ja. Also ich glaube, dass da ganz wichtig ist, auch eben von der Innenprüfung her zu schauen, konzentriere ich mich da jetzt aufs Wesentliche.
Also natürlich kann man alles in sich finden. Also in uns ist auch alles Animalische und Übermenschliche, zumindest als Fantasie, als Vorstellung angelegt. Also wir haben ja die größte Horizontweite aller Lebewesen, aller Bewusstheitsgrade. Und dementsprechend ist es so, dass es gut wäre, dann zu gucken, wie ich ja vorhin schon in meiner Herleitung wichtigste Frage, bestbegründbare Antwort erklärt habe. Also das Wichtigste ist dann unter Menschen, die nicht davon meinen Lieblingsmeinungen oder bevorzugten oder auch komischen Bedürfnissen zu überzeugen, sondern von dem, was für uns alle elementar ist und ganz wesentlich, nämlich so Vernunftseelen schauen nach dem vernünftigen Sinn im Ganzen. Und da finde ich es extrem faszinierend, wie sehr es eine Übereinstimmung gibt, auch wenn die jetzt gar nicht so krampfhaft gesucht wird. Also ich hatte am Anfang gedacht, das System um mich herum wird das alles manipulieren und das wird bestimmte Wahrheiten dann auch gar nicht sichtbar werden lassen. Tatsächlich habe ich aber festgestellt, es ist mehr ein Verdrängungsding, als dass die da falsche Sachen so wirklich hinstellen könnten. Und dieses Verdrängungsding ist das große Problem. Also nicht nur, dass Biologie und Philosophie alle auch zustimmen, dass wir solche Vernunftseelen sind. Es gibt auch ganz faszinierende, tabuisierte Begriffe der Wissenschaft, wie das Post-Conventional Level, die uns richtige Durchbrüche erlauben würden, also auch was diese gemeinsame Verantwortungsorientierung angeht. Ja, ich mache mal nur schnell, weil das ja auch bis jetzt noch nicht so wichtig ist, einfach weiter bei meinen 13,8 Millionen Jahren. Ich bin also wieder unten am Zentimetermaß. Und vor 13,8 Millionen Jahren, sagt die Naturwissenschaft uns, gibt uns Hinweise. Wir kriegen ja immer nur Hinweise aus der Naturwissenschaft. Die sagt uns, da sahen wir aus, ZDF übrigens, ZDF-Sendung, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, da sahen wir aus wie Gorillas angeblich, große Eckzähne, haremsartige Lebensform wahrscheinlich, wie bei den Gorillas, große Eckzähne zum Rivalenkampf gegen andere Gorillamännchen, winzige Geschlechtsorgane, riesige Körpergröße bei den Männern, ja, verglichen mit den Frauen. Und waren auch gewaltbereit. Also da war durchaus, King Kong hat Gewaltbereitschaft sozusagen. Ja? Und dann änderte sich das. Wir wurden also vor 10 Millionen Jahren, 9 Millionen, 8 Millionen Jahren, 7 Millionen Jahren, so bewegten wir uns allmählich Richtung aufrechten Gang. Auf den Bäumen lernten wir erstmal aufrecht zu laufen, auf den Ästen sozusagen. Und dadurch die Hände immer öfter frei zu bekommen. Und dann so vor 6, 5, 4 und bei 4 Millionen Jahren geschah die nächste Sensation. Jetzt wird's ernst. Da verloren wir allerspätestens nach Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen, der ja auch ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2 mitgestaltet hat, maßgebend, verloren wir diese Eckzähne. Bis dahin hatten wir schon wesentlich größere Geschlechtsorgane entwickelt, Richtung Bonobos, Panpaniscus bonobo, verloren die Eckzähne und entwickeln ein völlig neues Sozialsystem, das ich dann in der nächsten Runde beschreiben werde. Ja, Sie sind dran. Ja, ich kann vielleicht diesen anderen Zugang dann so ein bisschen beschreiben, nämlich mit dem, was sich faszinierend so an Übereinstimmungen zeigt. Also nicht so, dass das System es schaffen würde, da sozusagen eine andere wissenschaftliche Ideologie, inhaltlich eine andere wissenschaftliche Ideologie aufbauen zu können. Das wird auch versucht, aber das lasse ich jetzt mal am Rande. Also in der zentralen Linie der wissenschaftlichen Forschung, also da, wo sie sich so überschneidet mit dem, was ich so von meinem Innenprozess her erläutert habe und was ich jedem Menschen so als Innenprozess auch empfehle, da findet man wahnsinnige Übereinstimmungen, Schnittmengen. Die werden aber nur tabuisiert. Also beispielsweise könnte ich Ihnen mal die Frage stellen, können Sie ja sicherlich mit Ja oder Nein einfach beantworten, sagt Ihnen der Begriff Post-Conventional Level etwas? Nein, aber ich kann bestätigen, dass auch die Professoren selber die Erkenntnisse gar nicht wahrhaben wollen, weil sie ihr jetziges Lebenssystem oft verteidigen wollen. Ah, genau. Dann kann ich nämlich dazu sagen, also das Post-Conventional Level ist die
entwicklungspsychologische Definition menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Also wir haben einen klaren, eigentlich auch gesicherten und trotz gelegentlicher Angriffe eigentlich auch nicht aushebelbaren Grundbegriff von menschlicher Persönlichkeits- und Verantwortungsreife. Aber das wird weder den Kindern in der Schule beigebracht, die werden vollgestopft mit Jobvorbereitungswissen und es wissen noch nicht einmal dann die Professoren an den Universitäten und auch die, die alternativ sich für Systemwandel an sowas einsetzen, haben keine Kenntnis dieses Grundbegriffs, also was ja eigentlich dann die absolute Grundsteuerung werden müsste. Wie können wir von innen heraus wirklich Persönlichkeits- und Verantwortungsreife zur Orientierung machen? Ja, also das sehe ich also auch sehr, sehr ähnlich wie Sie. Ich gehe aber ganz bewusst eben nochmal jetzt weiter von den, ich war glaube ich bei den 4 Millionen Jahren mit den Eckzähnen. Das, dann da sagt man nämlich, dass jetzt Professor Friedemann Schrenk deutet da in seinen Vorträgen ganz vorsichtig an, weil er ja auch Angst hatte, dazu zu viel zu wagen, deutet an, dass da das Sozialsystem sozusagen extrem kooperativ wurde, extrem sozial und sozusagen der Rivalenkampf verschwand, also die sexuelle Eifersucht verschwand und der Rivalenkampf verschwanden miteinander. An die Stelle traten die riesigen Geschlechtsorgane, verglichen mit dem Gorillatyp sozusagen. Und wir lebten eher, wenn dann überhaupt noch, in so etwas wie Sperma-Konkurrenz, aber friedlich. Und zu den Nachbargruppen entwickeln wir uns hin zu dem, was die Bonobos heute noch haben, dass die gemeinen Schimpansen, wenn die der Nachbargruppe begegnen, töten sie die. Ja? Und wenn die Bonobos der Nachbargruppe begegnen, haben sie Liebe miteinander und kooperieren sozusagen. Und das ist der große Unterschied zwischen den Bonobos und den Schimpansen. Ne? Und dass wir uns damals so Richtung Bonobos evoluiert haben und eben eigentlich damit begann die Evolution einer urmatriarchalen, urkommunistischen, ursozialistischen Lebensweise. Das ist natürlich für Professoren, die wagen sich natürlich nicht, sowas zu sagen. Professor Franz de Waal sagt bei den Bonobos, ach schrecklich, die leben ja make love not war. Das ist ja eine matriarchale Hippie-Kommune und das funktioniert auch noch mit dem make love not war. Ja, also die sind teilweise entsetzt, was sie da berichten müssen. Ne? Sie sind dran. Ja, also... Wir kommen ja jetzt zu dem, was die sozialen Modelle, auch sozialpsychologischen Modelle sein können, nach genau. denen Menschen sich verhalten. Und da komme ich auch von meinem Ansatz mal ein bisschen dazu. Und die Bonobos sind ja sehr friedlich auch und auch das Matriarchale äußert sich ja nach meinem Kenntnisstand dann auch in sehr viel versöhnlichem Einfluss auch der hochrangigen Weibchen. Und im also Schenken der Männer. Und im Schenken der Männer. Ja, also Schenken tun sie auch. Also es ist eine ganz spannende Sache, weil was Sie beschrieben haben, also es fängt bei den Primaten so ein Stück weit an, wobei ich gleich dazu sage, da gibt es ja ganz unterschiedliche Varianten. Die großen Schimpansen sind ganz was anderes als die kleinen Schimpansen. Die sind das Gegenteil, ja. Und das setzt sich ja dann auch bei den Frühmenschen fort. Also wir haben Naturvölker, die sind sehr friedlich oder pazifistisch geradezu. Und wir haben welche, die sind sehr kriegerisch und blutrünstig. Das heißt, wir können wahrscheinlich nicht von einem einer einheitlichen systemischen Automatik sprechen, die nicht anders sein kann, sondern wir bewegen uns in Freiheit, im Bereich kultureller Freiheitsschablonen. Oder jedenfalls Varianzschablonen. Und, also ich komme mal zurück. Also ich war ja dabei, dass es dieses Post-Conventional Level gibt. Und das hat zu tun mit der aus meiner Sicht eben zentralsten sozialen Struktur, nämlich der Entscheidungsstruktur, der Steuerungs- und Entscheidungsstruktur. Und also mal ganz grob gesagt, umfasst diese Theorie bezüglich Post-Conventional Level von Lawrence Kuhlberg, dass es 3 Stufen gibt. Die unterste ist die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, so wie das Kind schreit, in die Mutterbrust zu bekommen. So kann man einfach gucken, wie kann ich meine Bedürfnisse, meine direkten äußeren Bedürfnisse möglichst befriedigen. Und da lerne ich, Handel zu treiben. Und vielleicht auch mit Gewalt durchzusetzen.
Den Rest erkläre ich beim nächsten Mal. Genau, also Lorenz Kohlberg, das erinnert mich an mein Psychologiestudium, ne? Das haben wir natürlich auch alles studiert. So, aber ich gehe jetzt mal ganz bewusst jetzt weiter, indem ich sage, wie ist dieses Urmatriarchat, das also dann begonnen hat, irgendwann so in der Zeit vor 4 Millionen Jahren? Erstmal, was ist zwischendurch noch passiert? Vor 2,5 Millionen Jahren soll laut Professor Friedemann Schrenk dann die Technik wirklich um sich gegriffen haben. Also da wurde nicht mehr zufällig ein Stein als Hammer benutzt, sondern dann wurden Steinhämmer und Steinmesser gezielt produziert und hergestellt vor 2,5 Millionen Jahren. Also was wir quasi in dem Moment beginnt es, dass man also durch die freie Hand und ein wachsendes Gehirn nochmal sehr viel Technik herstellen konnte, mit dem man die Ressourcengewinne erhöhen konnte und dadurch auch größere Gehirne überhaupt erst einmal ernähren konnte. Und so, dass wir dann von vor 2,5 Millionen Jahren bis vor 400.000 Jahren, da bin ich jetzt bei 400.000 Jahren, das nächste Schlüsselmerkmal in der Evolution, da sind wir beim späten Homo erectus, wobei ich gerade gestern wieder eine Sendung gesehen habe bei Arte, dass wir alle seit 1,5 Millionen Jahren wahrscheinlich alle in Wirklichkeit zu einer Art gehören, denn wir haben uns untereinander gekreuzt, also wir haben uns ja auch mit Neandertalern dann später in Europa gekreuzt, also diese Artgrenzen gab es eigentlich nur in der Fantasie der Forscher, die gab es wahrscheinlich genetisch gar nicht, ne? Wir sind seit 1,5 Millionen Jahren im Wesentlichen eine Art mit verschiedenen Teilanpassungen an unterschiedliche Teilregionen der Erde sozusagen, ne? Und von daher, vor 400.000 Jahren geschieht dann der Hammer, der uns aus dem Paradies einer liebevollen, matriarchalen Gruppenstruktur mit geschenkenden Männern, die alles ihren Frauen und Kindern schenken, rausgerissen haben. Aber erstmal sind Sie dran. Ja, also ich finde auch natürlich, dass die Ernährung sehr wichtig ist. Man isst, was man isst, und das wird sich alle Bereiche so in uns Menschen wesentlich auch mit beeinflussen. Aber ich bin fasziniert davon, dass diese geistige Entwicklung, die ich da so auch skizziere, scheinbar jedenfalls auch unabhängig von Fehlernährung oder sonst was sich ziemlich übereinstimmend abspielt. Und das auch trotz bester Ernährung, und damit komme ich zu einem ganz kritischen Punkt, es so ist, dass leider das, was eigentlich für uns wesensgemäß wäre, also auch diese echte Verantwortungsreife, Persönlichkeiten Verantwortungsreife, noch so gut wie nicht, ich sag mal, zu uns durchgedrungen ist oder als Kultur sich noch gar nicht wirklich Bahn brechen konnte, weil wir zu sehr von anderen bestimmt sind. Und dieses Bestimmtsein von anderen, das würde ich gerne noch ein bisschen skizzieren, denn aus meiner Sicht war da nicht nur sehr die Frage, wann fingen wir mit der Technik an oder derartige Dinge, sondern die Veränderung unseres Grundbewusstseins. Also die Tiere verhalten sich ja nach Instinkt. Das heißt, ein Auslöserreiz löst eine festgelegte Reaktion aus. Und dann hat sich ja, siehe Forscher wie Konrad Lorenz und so weiter, dann hat sich ja gezeigt, dass immer mehr das individuelle Lernvermögen zunahm. Das heißt, ein Auslöserreiz konnte in verschiedener Weise ausgestaltet werden zu Reaktionen. Und das ist ja bei Menschen dann als sogenannt instinktreduzierten Lebewesen, dem instinktreduziertesten, dazu gekommen, dass wir ja alle möglichen Einzelmotive, auch einzelne Gedanken oder dann auch zu Technik führenden Überlegungen oder Fantasien, dass wir das sehr stark aus dem Gesamtzusammenhang reißen konnten. Also Fressen, Saufen, Sex, Macht, Geltung und so weiter, was vorher fest eingeordnet war in ein Gesamtprogramm, das instinktive Gesamtprogramm, konnten sich bei uns als Einzelmotive zersplittern und pervers und maßlos werden. Und diese Problematik begleitet uns dann weiter, und da werde ich beim nächsten Mal mehr dazu sagen. Ja, und dem kann ich im Großen und Ganzen nur zustimmen, nur dass wir dafür noch eine tiefere Erklärung liefern, warum das so gekommen ist. Also warum das genauso gekommen ist, wie Sie ja eben schon angedeutet haben. Und zwar hat sich das dann, ich bin jetzt auf unserem Zentimetermaß bei 400.000 Jahren, da ist der Schlüsselwende in der Menschheit. Ja? Also da plötzlich kommt es zur schädlichen, also zu einer Schleife in der Evolution, wie sie jederzeit immer wieder vorkommen kann
und die leider extrem tragisch ist und die quasi die Büchse der Pandora geöffnet hat, könnte man sagen. Und die nächste Zahl, die ich nur noch zeigen muss, ist dann vor 40.000 Jahren. Da komme ich dann gleich zu, dass wir dort dann nochmal eine Wende sogar in der Gehirngröße haben. Also vor 400.000 Jahren müssen wir davon ausgehen, da haben wir wahrscheinlich schon 1,2 Liter Gehirnvolumen gehabt. Ja, also hatten schon, also Bonobos haben ja nur ungefähr 450 Milliliter Hubraum im Gehirn, Leistungsfähigkeit. Und wir hatten 1200 ungefähr vielleicht vor 400.000 Jahren. Dann erreichten wir vor 40.000 Jahren angeblich dann ein Maximum von 1,5 Liter Hubraum. Und heute sind wir schon wieder degeneriert zu 1,35 Litern Hubraum sozusagen. Haben also 150 Milliliter Hirnmasse wieder verloren sozusagen. Und das war es jetzt mit der Zeitskala. Und das nächste Bild sollten wir dann eben, um das nochmal kurz zu sehen, suchen Sie mal das Bild, ich glaube Evolution heißt das. Ich habe es schon aufgeschlagen hier für die Zuschauer. Und das bedeutet Evolution, dieses Bild zeigt ja, aha, hier vor 400.000 Jahren haben wir diesen, den links von der Mitte, den Menschen, der ziemlich aufrecht schon geht, kein Fell mehr hat und so weiter, hochintelligent ist, 1200 Milliliter. Danach geht es noch vom Gehirn her und der Körpergröße vielleicht noch ein bisschen weiter hoch. Danach geht es nur noch bergab. Nach 40.000 Jahren geht es nur noch bergab durch Ackerbau und Viehzucht und so weiter. Und jetzt am Ende rollen wir am Rollator entlang wie der Schimpanse, ja, sozusagen. Ja. Degeneration. Aber erstmal sind Sie dran. Ja, also unsere Fäden werden sich gleich dann treffen. Das sehe ich schon. Ich sehe auch, bei welchen Themen wir dann sicherlich weiter diskutieren werden. Mhm. Also was die möglichen psychosozialen Modelle oder Modellverhalten des Menschen angeht. Also ich stelle mal meinen Faden dann noch weiter dar. Ich glaube, dass die entscheidendste Problematik eben in der evolutionären Entwicklung dann, und wie gesagt, das, was ich jetzt sage, da braucht man gar keine Geschichts- oder Naturwissenschaften für, das kann man in sich selbst dann sehr unmittelbar nachvollziehen. Also allein, wenn man die Tiere, die um einen herum sind, sich anschaut und den Unterschied feststellt, also die Tiere mit ihrer ganzheitlichen Instinktprogrammatik oder Automatik und der Mensch dann als instinktreduziertes Lebewesen, wo wir sozusagen die Geister aus der Flasche, die einzelnen Motive, natürlich auch die einzelnen Gedanken und unsere Erkenntnismöglichkeiten, aber die einzelnen Motive auch, wie die Geister aus der Flasche rausgekommen sind, Fressen, Saufen, Sex, Macht, Geltung und so weiter, konnte alles auch maßlos und pervers werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wie könnte das denn wieder jetzt insgesamt dann unter Kontrolle gebracht werden? Und da gibt es ja viele Forscher, die sich damit beschäftigt haben, auch einen Briefwechsel zwischen Einstein und Freud über diese Frage, auch warum es denn dann, also bei Menschen auch zur perversesten Übersteigerung von Krieg kommen kann und warum überhaupt noch Krieg, wenn wir diese geistige Freiheit doch vielleicht auch nutzen könnten. Und Einstein und Freud kommen auch zum Ergebnis, natürlich wäre es jetzt am logischsten und auch am besten, wenn die höchste Fähigkeit, die uns aus diesem Instinktautomatismus rausgerissen hat, in diese auch Freiheit auch der Einzelelemente, wenn diese höchste Fähigkeit jetzt auch die Zügel wieder übernehmen könnte, also die Vernunft, dieses Denken und das Ganze in einen insgesamt sinnvollen und verantwortlichen Zusammenhang bringen würde. Großes Problem, wie auch die Forscher allerdings dann feststellen, Einstein und Freud, es scheint so, dass diese neue Fähigkeit nicht so imstande ist, die Zügel zu ergreifen, sondern mehr eher Erfüllungsgehilfe wird, also nur eingesetzt wird als Werkzeug. Wie kann ich umso besser Strategien für Macht, Geld oder irgendwelche Perversionen durchführen? Ja, also wie gesagt, unsere Fäden nähern sich immer mehr an, sozusagen. Und ich gehe aber jetzt ein Stück weiter. Ich habe den Zuschauern auch nochmal Ihr Naturmensch-Foto gezeigt, ja? Ja. Und jetzt schlagen Sie bitte mal auf MGEAT, das Bild. Haben Sie das? Also wie gesagt, ich sitze nicht vor dem Bildschirm. Beschreibe ich Ihnen kurz das Bild vorab. Ja. Das ist also unten links ist sozusagen eine evolutionäre Sackgasse, die nach der Generation der Urenkel ausstirbt sozusagen. Ein Aussterbensprozess wird links gezeigt. Und rechts unten ist, also wir haben jetzt sozusagen vor 400.000 Jahren die Erfindung und so weiter. Und dieses Bild zeigt nur rechts unten
ein sich ausbreitendes, zwei Kinder, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder, also eine Großfamilie begründendes, erfolgreiches, nicht aussterbendes Linie sozusagen. Haben Sie das, Sie haben das Bild ja schon mal gesehen, gell? Ja, ich kenne diese Bilder. Genau. Und das, das erkläre ich jetzt. Also, das links außen stellen wir uns jetzt vor, den ersten, also kurz nach der, wir wissen aus dem Film Die ersten Menschen 1 und 2, unter denen wir eine Zeitskala gelegt haben, dass wir so den Tausch vor etwa 400.000 Jahren erfunden haben und wahrscheinlich da auch schon das Gen FOXP2 aufkam, das so das differenzierte Erzählen auch erfundener, nicht wahrer Geschichten ermöglichte, sozusagen, und damit auch das Verhandeln eines Händlers möglich machte, eines Tauschhändlers. Und wir haben jetzt hier in der Evolution den ersten Tauschhändler, links unten, den ersten Tauschhändler der Geschichte, der zum Beispiel in der Wahrheit lebte und sagt, ja, es ist toll und ich habe letztens gehört, die Geschichte, da hat eine Kommune die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und man hat sich gegenseitig geliehen und ausgeholfen und so weiter, ja? So. Und dann, und das, ich finde es auch ganz toll, dass bei euch die Männer alles, was sie finden, den Frauen und Kindern schenken. Und das Schenken also das Grundprinzip eurer Kommunen ist. Das ist ganz toll und herzlich so. So, der lebt in der Wahrheit, dieser Händler. Aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es auch zu einem Händler kommen. Übrigens, das ist die sogenannte marktwirtschaftliche Bedingung, dass Dr. Markus Krall, der ist so im Internet der Chefideologe des Marktes, ne? Und dann Marktwirtschaft, da muss es also zur Mutation kommen und dieser Händler sagt, nein, ich habe die Geschichte richtig verstanden, da hat eine Kommune die andere heimgesucht und das war ein Blutbad. Und jetzt kaufen die Leute genau ihm kaufen sie Massen an Steinäxten ab, weil sie sich jetzt denken, schützen zu müssen und jetzt anfangen darüber nachzudenken, die anderen Kommunen zu überfallen und totzuschlagen, bevor sie einen selber totschlagen kommen. Und so hat der Tauschhandel den Krieg produziert. Sie sind dran. Ja, also da nähern wir uns dann gleich, also wahrscheinlich aber erst in meinem nächsten Beitrag dann sehr stark einer gemeinsamen Analysebetrachtung an. Aber ich setze mal meinen Faden auch noch fort. Also der Mensch ist aus dem Instinktautomatismus raus. Die Einzelmotive konnten maßlos und pervers werden. Eigentlich hätte man denken können, die Vernunft kann vielleicht die Zügel insgesamt jetzt übernehmen. Hat sie aber scheinbar viel zu wenig geschafft, sodass es so ist, dass wir weiterhin ja eher diese Vernunft sogar degradieren oder missbrauchen, instrumentalisieren als Erfüllungsgehilfen für die maßlosen Einzelmotive. Freud würde sagen, eine Regression Richtung früherer Phasen, Gewalt und so weiter wieder. Ja, also ich lasse das mal offen, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich sehe, dass es da verschiedene Verhaltensmuster, auch Kulturmuster gibt. Das sind Varianzschablonen, die da so zur Geltung kommen können. Und da will ich auch gerade drauf hinaus. Also diese Art von unkontrollierten Einzelmotiven, Splittermotiven, als Verhaltenssteuerung von uns, statt einer aufs Ganze schauenden Vernunft, die das durchschaut und nach dem im Ganzen Sinnvollen oder Guten gehen kann, das prägt aus meiner Sicht oder nach meinem Kenntnisstand leider aber auch all diese Naturvölker, auch die, von denen wir denken würden, die sind doch noch relativ im harmonischen Gleichgewicht oder Kreisläufen im Gesamtzusammenhang irgendwie drin. Also es gab ja da soziologische Experimente, auch wie das Ladakh-Experiment, wo Forscher hingegangen sind und gesagt, hier, da ist doch noch ein ganz unberührtes Naturvolk. Und die warnen wir, also wir lassen das nicht wie sonst üblich passieren, dass die jetzt von der Zivilisation überrollt werden, sondern wir schützen die ein Stück weit und lassen ihnen die Möglichkeit, auch den Wert von ihrem Leben zu erkennen und sich nicht damit brauchen oder ablenken zu lassen. Und es hat sich gezeigt, dass es aber nicht geklappt hat, weil sobald die ersten Städte drumherum waren mit Transistorradios und irgendwelchen Mopeds und was weiß ich, rannte die Jugend weg. Das heißt, also diese sichere Struktur, diese
Orientierungskraft im Menschen war dann die ganze Zeit wohl ein Problem, ein Manko. Ja, ich mache einfach mal weiter, weil wir uns da sicherlich immer noch weiter annähern. Sie haben die Naturvölker angesprochen. Wir sehen als Naturwissenschaftler die heutigen Naturvölker als quasi nur noch Rumpf- und Restprodukte. Also wir sagen, vor 400.000 Jahren war der Mensch letztmalig, so wie die Bonobos, unberührt von Marktwirtschaft, also von Tauschhandel. Und seitdem das Gift des Tauschhandels quasi drinsteckt, das Ungelenkten, ich muss immer das sagen, dass des freien, ungelenkten Marktwirtschaft, ja, es geht immer darum, man kann das Ganze ja auch kontrollieren und in den Griff kriegen und planen und so weiter, aber der ungelenkte Markt und der ungelenkte Tauschhandel ist das große Gift der Menschheit, sagen wir aus naturwissenschaftlicher Sicht sozusagen, weil es eben immer die Irrtümer sozusagen werden immer belohnt im Markt, also Fehler machen, also jetzt, wenn ich an Corona denke, ja, Fehler machen und sich irren und Erreger überschätzen, wird immer finanziell fürstlich belohnt, während wahrheitsorientierte Gesundheitsförderung zum Beispiel bei Frühärzten eben nicht belohnt wurde, sondern zum Aussterbeprozess führte. Also der Schamane, der eben nicht die Gefährlichkeit von Mikroben übersteigert dargestellt hat und die Bedeutung der krankmachenden modernen Ernährung zum Beispiel, der also den Leuten gesagt hat, sie können ruhig essen, was ihnen schmeckt, der verdient am meisten, weil die Leute sich dann krank essen mit dem modernen marktwirtschaftlichen Nahrung, ja, sozusagen. Und aufgrund dessen hat er mehr Patienten und kann besser mehr abrechnen und verdient mehr, gerade weil er sich irrt in der Marktwirtschaft. Irrtum führt zu Profit in der Marktwirtschaft. Ja, ich bin fertig. Okay, dann mache ich mal weiter. Also wir sind ja jetzt schon beim ökonomischen Bereich. Ja. Es fällt bestimmt auf, dass ich erstmal noch nicht auf das Ökonomische so eingehe, sondern auf das Politische. Ich glaube, dass da auch eine Perspektivenverzerrung in der gesamten Diskussion so vorliegt, weil eigentlich wissen wir Menschen ja, dass der Vorgang, der die zentralste Steuerung ist, das ist unser Denken und Planen und nicht irgendein anderes Funktionieren. Also der Primat der Politik gegenüber auch dem Primat der Ökonomie wird in der Regel nicht so bedacht. Also welche Art von grundlegendsten Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen bräuchten wir denn oder wo käme es dabei drauf an, bevor wir im Bereich der Ökonomie landen. Also mein Faden setzt sich dementsprechend fort von den Splittermotiven, wie die Geister aus der Flasche rausgekommen sind, durch die Vernunft scheinbar nicht wirklich mehr so richtig und in den Griff bekommen werden konnten, und zwar auch bei den Naturvölkern, die sogar, wenn sie erst noch harmonisch im Ganzen funktioniert haben, aber der Versuchung nicht widerstehen konnten oder wir da nicht die Anhaltspunkte für haben, dass da ein ausreichender Resilienzfaktor mit im Spiel war, also eine Widerstandskraft. Und jetzt mache ich den Bogen zu dem, was die Wissenschaft auch heute, also die Entwicklungspsychologie, aber als eigentliche Persönlichkeiten Verantwortungsreife darstellen würde. Also was wäre das, was die Geister in die Flasche bringen könnte, wenn unsere Vernunft so entwickelt wäre oder unsere Vernunftseele oder Persönlichkeit? Und da hatte ich schon gesagt, die erste Stufe ist die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Das ist wie das, wo wir aus dem Instinkt rausgesprungen sind oder wie das kleine Kind. Schreien nach der Mutterbrust, lernen noch, wie kann man so seine Deals machen, um bestmöglich was zu kriegen, wie kann man mit Lohn und Strafe ein Stück weit umgehen und so weiter. Okay, dann kommt das sogenannte conventional Level, das konventionelle Level der Bewusstseinsentwicklung. Da sieht man, es geht nicht nur um dieses Hin- und Her-Dealen dafür persönliche Vorteile, sondern es gibt auch viele Konventionen, Spielregeln, Gesetze in der Gesellschaft. Aber auf der Ebene sieht man das so, okay, es ist besser, dass die Spielregeln da sind, als wenn sie nicht da sind, deshalb befolge ich sie, aber sie werden noch nicht inhaltlich näher durchleuchtet. Da bleibe ich mal im Moment stehen. Ja, und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass Sie quasi letztendlich sagen, wir sehen bei den Naturvölkern ja ganz Widersprüchliches. Bei den Epo sehen wir Gewaltbereitschaft und gleichzeitig in Südamerika sehen wir total liebevolles, pazifistisches Leben, ja. Und wir sehen alles, wir haben Polyandrien, wir haben Polygynien, wir haben Polygynandrien, wir haben alles in den Kulturen.
Und da sagen wir, diese Verwirrung klärt sich dadurch auf. Und also ich habe Sie so verstanden, dass Sie dann jetzt sagen, wir müssen mit irgendwie Aspekten der Vernunft sozusagen da dann steuern, weil wir uns nicht so, weil wir nicht einfach so sagen können, die Naturvölker zeigen uns doch, wie es richtig geht, die zeigen uns ganz oft auch den Krieg, ne? Und da ist jetzt mein Argument folgendes. Also als Naturwissenschaftler würden wir dagegen stellen oder parallel dazu stellen, dass wir sagen, nein, die Naturvölker sind zerstört, mehr oder weniger stark dadurch, dass sie Schamanen als Tauschhändler haben in ihren Naturvölkern, dass sie Händler haben in ihren Naturvölkern. Und diese verzerren und zerstören diese Naturvölker. Bestes Beispiel ist eine Phoenix-Sendung, Fernsehsender Phoenix, öffentlich-rechtliches Fernsehen, über das Volk der Mosu'u, die matriarchal so leben, dass 72 Frauen nachts besucht werden von 72 verschiedenen Männern der Region und in Liebe leben, ja, matriarchal. Und jetzt kommt der Fernseher als kapitalistisches Element ins Dorf und die Kinder fangen erstmals im Leben an, eifersüchtig zu denken und zu sprechen. Das heißt also, für uns ist der Tauschhandel, der ungelenkte, unkontrollierte Tauschhandel, das, was die Naturvölker zerstört hat. Aber jetzt sind Sie erstmal wieder dran. Ja, also ich glaube, wie gesagt, die Problematik ist noch ein bisschen tiefer, weil auch die Völker, die jetzt noch in sich so stammesmäßig gelebt haben und geteilt haben. Spannend ist ja eben, wie beim Ladakh-Experiment, was passiert, wenn die auf die Zivilisation treffen. Und wir haben bisher erschreckend schwache Widerstandsfähigkeit, also gegenüber den Reizen. Wir wissen, Indianer, die durch Glasperlen, Alkohol gefügig gemacht werden konnten. Und wie gesagt, beim Ladakh-Experiment kaum waren die Städte da, war die Jugend weg, weil sie irgendwie durch Transistorradios und so weiter, also völlig wie als wäre das ein Zauber, abgezogen wurden. Und deshalb, ich schließe den Zusammenhang jetzt auch mit dieser zweiten Stufe des Entwicklungskonzeptes von Lawrence Kohlberg. Die zweite Stufe ist das Conventional Level. Das Conventional Level heißt, ich befolge Spielregeln. Einfach, weil ich mir denke, besser die Spielregeln sind da, als dass sie nicht da sind. Für die Aber ich prüfe Zuschauer sie jetzt. vielleicht einmal Konvention, konventionelles Level, also wo Menschen mehr so auf Übereinkünften sich orientieren von der Moral her. Ja, sagen wir, das noch nicht mal. Also, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit einer Konsensgesellschaft, sondern die Menschen stellen einfach vorhandene Spielregeln fest und übernehmen sie blind, kann man jetzt mal krass sagen. Genau, Ke Konventionen, nicht Genau, Konsens. Ja. genau. Und nach der Forschung haben wir auch heute noch, man könnte sagen, wahrscheinlich 95% oder so der Menschen, die dem Conventional Level verhaftet sind. Und wir stellen eigentlich fest, dass auch die Naturvölker, also auch die noch relativ ursprünglich gelebt haben, wenn sie dann versucht wurden von der modernen Welt oder Zivilisation, dann schlugen sozusagen das erste und zweite Level dieser Bewusstseinsreife voll durch. Also entweder ließen sie sich einfach durch irgendwelchen Glitzerkram in den Konsum, also die unmittelbare äußere Bedürfnisbefriedigung, wegsaugen, oder aber, was sie meist eben in ihrem eigenen Inneren auch noch als Struktur ja kannten, als soziale Struktur, Entscheidungsstruktur, sie ließen sich in irgendwelche autoritären Unterwerfungsmechanismen einbauen. Also es war das erste und zweite Level, was damals bis heute eigentlich das soziale Geschehen, gerade auch das politische Geschehen, bestimmt. Und bei meinem nächsten Beitrag komme ich dann zum Post-Conventional Level. Ja, der Widerstand, also die nordamerikanischen Indianer, die waren aus unserer Sicht deswegen so anfällig dafür, weil sie eben selber schon Tauschhandel hatten. Und dadurch dann sozusagen schon die ersten, ich gehe wieder auf unser Bild zurück. Ich erkläre jetzt mal, wir haben ganz viele Beispiele, aber ich mache mal nur ein zweites Beispiel. Ein Frühschamane zum Beispiel hier, ein Früharzt und Frühhändler kommt in die Gruppe. Links ist wieder der, der die Wahrheit denkt, ja? Und er sagt, ach, ist das toll, wie ihr euch alle lieb habt und wie ihr alle Sex miteinander habt und so weiter und wie die Männer den Frauen alles schenken und so weiter. Toll, ja? Und der andere sagt, ah, ist das eklig, ist das widerwärtig, geht unmoralisch, unkeusch und außerdem werdet ihr alle krank, weil ihr ständig ja miteinander rumschlabbert und schmust und alles Sex miteinander habt, das ist ja alles und dann auch noch die Frauen mit den Frauen und so weiter, ach, das ist ja alles unanständig, unmoralisch.
euch und außerdem macht das euch krank und so weiter. Nein, hier und auch ihr solltet lieber jetzt mal mehr von meinen krankmachenden, denaturierten Nahrungsmitteln essen, so mit später dann Glyphosat, mit Pestiziden, Fungiziden, Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen, Farbstoffen und all der Chemie und so weiter. Das ist gesund, das ist gut für euch und so weiter. Und der glaubt das wirklich, keine böse Absicht. Der irrt sich nur, der glaubt auch, dass Zucker gesund ist und so weiter, ja. Und dadurch entsteht für ihn als Früharzt immer viel Arbeit, er kann immer viel verdienen, eintauschen und dann kann er eben zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und kann dann eben die moderne Welt bestimmen mit seinen Irrtümern, mit seinen gewinnbringenden Irrtümern. Also das heißt, Unterdrückung des Liebeslebens ist ganz normal. Und der letzte Satz, der Widerstand auch der Paviane in der Forschung, als die mit modernen Lebensmitteln konfrontiert waren, die wurden total süchtig nach unserem Müll und wurden total krank innerhalb weniger Jahre auf den Müllhalden unserer Konsumgesellschaft. Null Widerstand. So. Genau, da sind wir an dem Punkt, dass wir sehen können, sogar bei den Primaten funktioniert zum Teil dann schon die Festlegung ihrer Innensteuerung nicht mehr kraftvoll genug und sie sind durch solche Suchtversuchungen schon aus dem Gleichgewicht zu bringen. Genau. Also wir werden dann hinterher auch beim Ökonomischen uns treffen mit unseren Fäden. Ich sage das schon mal, natürlich bin ich als jemand von Schenker deswegen auch fürs freie Schenken und so. Und ich sage schon mal auch, eine aufgeklärte Bonobo-Kommune ist schon ein ziemlicher Idealzustand, also mit aufgeklärt natürlich riesengroß geschrieben. Mhm. Aber ich mache erstmal noch weiter über die Schiene, dass das wichtigste Teilen unter Menschen, nicht das Teilen äußerer Güter, Konsumprodukte, Dienstleistungen und so weiter ist, sondern das wichtigste Teilen ist das Teilen der Steuerungs- und Entscheidungsrechte. Und da mache ich nochmal weiter. Also das wird auch hinterher ein bisschen aufräumen mit der Vorstellung, dass wir da so unschuldig das alles machen. Also ich glaube, dass wir einen ständigen, unterschwelligen Verdrängungsfaktor in uns haben, einen bewussten, unterbewussten und auch nach oben drängenden und bedrängenden Verdrängungsfaktor in uns tragen, dessen Aufdeckung ich für äußerst spannend halte und wo ich dann auch Effekte im Menschen mir da vorstellen kann, die wirklich faszinierend werden können. Also ich mache weiter. Was ist das Post-Conventional Level? Das Post-Conventional Level, also das nachkonventionelle Bewusstsein, die Stufe dieser Art von Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, die sieht, hey, Moment, beim Conventional Level folgte man jetzt einfach blind Spielregeln, weil besser sind sie da, als wenn sie nicht da sind. Aber wie sicher ist das denn? Darf ich das machen? Einfach blind irgendwelchen Spielregeln oder Autoritäten hinterherlaufen? Da kann das schlimmste Unrecht auch passieren. Also welchen Vorwurf wollte man Menschen im Dritten Reich machen, die den Spielregeln gut gefolgt sind, wenn das in Ordnung wäre? Einfach blind hinterher zu rennen, wo Gesetze oder Befehle vorgetragen werden. Ich erkläre es beim nächsten Mal zu Ende. Ja, und ich gehe darauf direkt ein. Dieses Nachlaufen, was wir ja bei Milgram finden, aber auch bei Solomon Asch, wo die Leute wirklich dann wirklich empfunden haben, dass das, was die Gruppe gesagt hat, sie auch wirklich sehen würden. In Wirklichkeit war es natürlich ganz anders. Aber das zeigt, dass der Mensch, wir müssen davon ausgehen, wir sehen den Menschen als einen vertrauensseligen, hochsozialen Affen sozusagen, einen dritten Schimpansen, der sozusagen total sozial ist und da er aber im Urzustand vor der Erfindung des Tauschhandels nie belogen wurde oder nie in die Irre geführt wurde, gibt es eine Tendenz, dass die Masse der Gruppe, wie bei den Bonobos, immer den Führungspersönlichkeiten der Gruppe folgt. Und das ziemlich naiv und blind, also bis zum Tode, wie bei Milgram sozusagen, weil in der Natur gab es keine Täuschung, weil bevor erst der Tauschhändler profitierte durch seine gewinnbringenden Irrtümer und brachte also lauter Irrtümer und führte die Gruppen in die Irre und führte die in die Kriege und führte die jetzt in die Corona-Hysterie und so weiter, weil erst die Marktwirtschaft lässt den Irrtum sich massenhaft ausbreiten, weil sonst in der Evolution immer die Wahrheit gewonnen hat. Ja, und deswegen
erst durch die Marktwirtschaft wurde es für die Menschen gefährlich, ihren Anführern, ihren fachlichen Autoritäten der Gruppe zu folgen. Aber sie tun es immer noch. Die Masse rennt immer noch wie die Lemminge hinter den Führern her. So, Sie sind dran. Ja, ich greife das letzte auf. Man rennt blind den Führern hinterher. Ich glaube, dass das aber von den Naturmenschen bis zur Gegenwart sowohl auf freikapitalistische Systeme wie auch eher auf zwangsplanerische Systeme, also auch kommunistische Systeme, zugetroffen hat. Also wir haben wenig Anhaltspunkte dafür, also es gibt sie auch, aber wir haben wenig Anhaltspunkte dafür, dass diese Missbrauchbarkeit durch Führungsstrukturen nicht zu allen Zeiten schon ein Riesenproblem war. Ich komme dazu, dass es auch konsensuale Strukturen auch bei Frühmenschen schon gab, aber das wäre es gleich. Ich formuliere erstmal den Maßstab noch genauer aus. Was wäre denn der Maßstab, der uns jetzt vor der blinden Gefolgschaft schützt? Und das ist, wie die Kohlberg dann auch so erklärte, für das Post-Conventional Level die Einsicht, dass ich eben nicht blind hinterherrennen darf, sondern dass ich alle vorgegebenen Normen kritisch überprüfen muss. Werde ich da in zu schlimmer Weise vielleicht zum Werkzeug für Unrecht? Oder ist das etwas, wo ich auch zu stehen kann und sagen kann, das ist im Ganzen sinnvoll und verantwortlich? Und da würde man dann natürlich auch schauen müssen, was sind denn jetzt Mindestmaßstäbe für solche Sinnhaftigkeit und Verantwortbarkeit im Ganzen? Und da kommt man sicherlich, und ich finde es total faszinierend, wie sehr das auch heute dann etwas ist, wenn man die Leute darauf anspricht, wo sie gar nicht widersprechen können oder wollen. Also das sind so Maßstäbe wie Folgenverantwortlichkeit. Wie ist es denn mit den Folgen von dem, was ich tue? Und wenn man danach schaut, und die reichen natürlich nicht um die nächste Ecke, sondern am besten so schaut, dass man die Folgen insgesamt auch überblicken kann, kann ich dazu stehen oder kann ich nicht dazu stehen? Und als Wertmaßstäbe könnten solche Grundmaßstäbe eben mit ins Auge gefasst werden, wie zum Beispiel die Menschenrechte oder Ähnliches. Und ich betone gleich den Knackpunkt, weil viele Menschen werden jetzt sagen, ja, mache ich doch an manchen Stellen auch, ich gucke doch an manchen Stellen kritisch, das macht man aber nur an rausgepickten Stellen. Also man müsste es zum Gesamtkonzept machen und durchgehend so diesen kritischen Blick aufbringen. Da mache ich dann gleich weiter. Ja, ich gehe mal direkt drauf ein, weil genau das unterscheidet uns jetzt als Naturwissenschaftler so ein bisschen, ja, dass wir sagen würden, ja, die Menschenrechte, schön und gut, aber wir sagen, es wird nicht so leicht sein, dieses Hinterherlaufen-Tendenz, die ich ganz erschreckend auch oft erlebe, gerade im Internet, wenn die dann irgendwelchen Rechtsradikalen hinterherlaufen und die Ideologien blind übernehmen und so weiter, da sagen wir, nein. Wir müssen ganz klar erkennen, dass wir den vermeintlichen Experten eben nicht hinterherlaufen dürfen, weil in der Marktwirtschaft immer der sich irrende Früharzt und Frühhändler und ja, immer der sich Irrende den größten wirtschaftlichen Erfolg hat. Und den rufen wir dann als vermeintlichen Experten. Und dabei ist er nur der sich mit seinen Irrtümern und Fehlern uns am meisten schädigt und deswegen am meisten verdient hat. Ja, und nur deswegen als Experte gilt. Aber denen dürfen wir nicht mehr hinterherlaufen. Und das schaffen wir nur, indem wir die Marktwirtschaft beenden. Indem wir den Kapitalismus und die Marktwirtschaft beenden, allerdings ganz friedlich und ganz sanft und ganz verfassungskonform und hyperdemokratisch sozusagen. Übrigens, der Ansatz der Next Scientist for Future.de hat in einer simulierten Bundestagswahl 56% der Wählerstimmen bekommen. Ja? Also das heißt, wir sind mehrheitsfähig, wenn es mal bekannt wäre. Und unser erstes Konzept ist die Wohlfühlstimme, als das ist nur ein Diskussionspunkt, der ungefähr veranschaulicht, was wir wollen. Wenn die Wohlfühlstimme zur Grundlage aller Verdienstzuschläge benutzt wird, dann wird der Frühheiler und Früharzt sozusagen, der uns in die Irre führt, eben nicht mehr belohnt, sondern finanziell eher nicht mehr belohnt. Aber da mache ich nachher weiter. Ja, ich kristallisiere den wichtigen Punkt mal heraus, dass dieses Missbrauchtwerden bei blindem Hinterherrennen
aus meiner Sicht nicht einfach nur bei dem kapitalistischen Mechanismus oder marktwirtschaftlichen Mechanismus gesehen werden kann, sondern auch, wenn Leute kommen und eben sagen, wir treten als deine Planungsautoritäten auf, Symbole des Ganzen. Also da wissen wir auch nicht nur Milgram-Experiment, sondern die verschiedensten solchen Führerkonstellationen und auch von planwirtschaftlichen Führungskonstellationen haben Menschen schon ganz grausam in die Irre geführt. Und Stalinismus, Maoismus, Honeckerismus, ja? Genau, genau. Also das wissen wir. Also es gibt offensichtlich verschiedene Hintergründe, von denen da Missbrauch und Fehlleitung zustande kommen kann. Und ich spreche jetzt mal erstmal noch davon, also was sagt das Post-Conventional Level, wie man möglichst sicher gehen kann? Und das würde bedeuten, egal welcher Führungsanspruch kommt oder Normenanspruch, man prüft alles selbst auf dem Hintergrund, ob es vor Folgenverantwortlichkeit und solchen Grundwerten wie Menschenrechten bestehen kann. Und wenn nicht, dann darf man keinem solchen Anspruch folgen. Und so eine Vertrauensprüfung, die würde natürlich bedeuten, dass man dann guckt, inwiefern ist eine andere Person, die auf mich zukommt, überhaupt erstmal durchschaubar, also transparent, sonst weiß ich ja sowieso nicht, woran ich bin. Und dann muss die Werteübereinstimmung, die verlässliche Werteübereinstimmung geprüft werden. Also ist da diese Orientierung an Folgenverantwortung, Menschenrechten und so weiter, also global denken, lokal handeln, ist das bei der anderen Person die zuverlässige Grundsteuerung, sodass ich dann auch sagen kann, ein Mensch, der so verantwortlich motiviert ist, bei dem kann ich auch, wenn ich einen Einzelzusammenhang jetzt nicht so genau selber beurteilen kann, dessen Stimme dann folgen und kann seiner Meinung in dem Moment den Vorzug geben gegenüber der eigenen Meinungsbildung. Und ich sage noch vielleicht, der Unterschied zu dem, was wir heute so als normal alternativ auch sehen, der besteht darin, dass da auch Menschen sagen, ich bin ja für die Menschenrechte, also gehe ich nachmittags 2 Stunden mit Amnesty International demonstrieren, zum Beispiel für diesen Menschenrechtler in Saudi-Arabien, der totgepeitscht werden soll. Aber in der Regel ist das eben so ein Splitter im Leben und nicht der Gesamtzusammenhang. Was das für den Gesamtzusammenhang bedeutet, erkläre ich dann beim nächsten Mal. Ja, ich höre Ihnen ja zu und sage, aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht fürchten wir, dass die Menschen diese höheren Level nicht schaffen. Ich mache mal ein Beispiel. Bei Corona ist es im Moment so, dass es da Demonstrationen gibt und die Leute, so wie ich auch, Zweifel haben an der Gefährlichkeitsüberschätzung dieses angeblichen Killervirus. Aber sie schaffen es nicht, die höhere Stufe einzugehen, dass sie sagen, ja, aber ich muss doch Verständnis dafür haben, dass die anderen Menschen glauben, dass es sich um einen Killervirus handele und ich muss doch auf die Rücksicht nehmen, dass die Ängste haben, dass auch die Polizisten teilweise Ängste bekommen, wenn wir so nah Kontakt haben, weil aus deren Sicht muss es sich doch so anschauen, dass wir Viren, Killerviren weitergeben und dadurch vielleicht irgendwie auf einen dritten Umweg dann uns, meine polizistische Großmutter wird dann irgendwann infiziert und stirbt dann, weil diese Leute so unvernünftig sind. Und darüber werden Polizisten selbstverständlich dann sauer und sagen, da müssen wir strafrechtlich eingreifen, weil die Leute uns gefährden. Also diese höhere Fähigkeit, schon die Perspektive zu wechseln. Und ich sage für mich, ich nehme natürlich total Rücksicht. Ich glaube nicht an die Gefährlichkeit des Killervirus, aber ich nehme doch Rücksicht auf die anderen Menschen und halte Abstand, weil die Angst haben. Und ich trage die Maske im Laden, weil die alle Angst haben. Ich muss doch auf... Und die solche höheren Stufen, ist meine Erfahrung, schaffen die Menschen nicht. Die Menschen sind, wie gesagt, sie haben nur noch 1,35 Liter Gehirnvolumen im Durchschnitt. Müsste ich nachher noch erklären, wie das zustande kam. Aber die Menschheit schafft diese höheren Stufen, würde ich fürchten, leider nicht. Das stellt uns dann, wird uns im weiteren Verlauf auch dieses Gespräch sicherlich vor die Frage stellen, was würde es bedeuten? Also können wir ohne auskommen oder welche Leerstellen und Lücken sind dann da? Wie gefährlich sind die? Oder ja, wie kommen wir mit der Situation vielleicht zurecht? Oder eben auch, vielleicht kommen wir mit der Situation oder können wir logisch mit der Situation kaum dann zurechtkommen. Aber ich finde es ja super, wenn wir erstmal überhaupt auch sehen können, was wären denn diese richtig gesunden Maßstäbe von eigener Werteorientierung, Verantwortungsprüfung und dann auch Verantwortungsleitung, auch im Umgang mit Autoritäten oder welchen, die kommen und sagen, sie möchten es sein. Egal, ob der kapitalistische Händler, der sagt, hör mal, ich kenne deine Bedürfnisse, meine Werbung hier, schau mal, ich weiß das, besser als du, was für dich gut ist.
oder ob da jemand kommt, der als planwirtschaftlicher Experte mir sagt, hier, übergib mir mal die Regie. Ich weiß, wie wir das alles zum Wohl des Ganzen so hinbekommen. Also, da kommen wir gleich dann noch zu. Aber ich wollte jetzt erstmal noch sagen, was hätte es denn für eine Gestalt und für eine Auswirkung, wenn wir uns vorstellen, dass der Mensch jetzt dieses Post-Conventional Level anwendet. Also er sagt sich, ich muss mir erstmal überlegen, was sind Vertrauenswerte? Also was ist denn im Ganzen sinnvoll und verantwortlich? Global denken, lokal handeln und sowas. Das lege ich als Maßstab an mich an. Ganz wichtiger Punkt, auf den ich jetzt gleich kommen werde. Also ich muss mein Lebenssteuerruder erstmal überhaupt auch in die eigenen Hände nehmen und ich muss gucken, dass ich damit so verantwortlich umgehe. Und ich meine, das ist schon ein hoher Anspruch, also der von den meisten Menschen so gar nicht nur nicht bedacht wird, nicht nur nicht umgesetzt wird, sondern wo sie eben vorausweichen. Also wo dann auch jemand zu mir kommt und sagt, hör mal, ich möchte auch alternativ sein, klar, wir müssen alles hier ändern, the system change, Systemwandel, gib mir irgendeine kleine Aufgabe, so, die kann ich erfüllen. Oder ein Bauer kommt und sagt, ich kann euch mal Trecker ab und zu geben oder so, ne? Und aber stellt jetzt nicht den Anspruch an mich, dass ich da an die Gesamtregie hier von Global Denken und Handeln jetzt nicht mit dran begeben müsste und da ein Konzept für. Das lieber nicht, macht ihr das mal, ne? Aber mein Trecker könnt ihr haben. War das Ding schon, oder? Ja. Okay, dann mache ich da gleich mal wieder. Ja, ich mache, bevor ich meine 2 Minuten mache, muss ich mal für die Zuschauer, denn ich bin mir nicht sicher. Sogar ich, der ich ja Psychologie studiert habe, mit Durchschnittsnote 1,1 selbstverständlich, ich versuche mal den Zuschauern zu helfen. Ich frage Sie mal, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn Sie von Conventional Level reden, reden Sie letztendlich von dem Kohlbergschen Stufenmodell der Entwicklungspsychologie, das mich so ein bisschen auch an das Piagetische Modell der Entwicklung der Psyche sozusagen entwickelt. Und dass eben Kinder in einem bestimmten Alter zum Beispiel irgendwann Konventionen einhalten können, irgendwann vielleicht sogar moralisch werden und so weiter. Und wenige Menschen erreichen nur den Level, dass man reflektiert und über die Dinge wirklich nachdenkt, Menschenrechte einbezieht, Perspektivenwechsel. Wir sehen es ja bei Corona, dass die Leute im Moment so blind eben den Normen hinterherrennen oder so ganz teilweise und auch manche wiederum gar keine Rücksicht auf die anderen nehmen und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Also Sie müssen sich vorstellen, also als Laie, der Sie jetzt vielleicht keine Psychologie studiert haben, dass unser Gesprächspartner heute spricht von einem Stufenmodell der Entwicklung in der Entwicklung jedes einzelnen Menschen und sie plädieren quasi dafür, dass wir diese höheren Stufen erreichen sollten, weil wir aus denen heraus dann die Probleme der Menschheit vermeiden können. Habe ich es richtig wiedergegeben? Ja, ich kann das noch ein bisschen weiter ausführen. Also Jean Piaget und Lawrence Kohlberg, die Forschungen waren verwandt, also standen im Zusammenhang. Jean Piaget hat auch schon, also ihm ging es ja hauptsächlich um die kognitive Reifeentwicklung des Menschen, also ab wann kann ein Kind sich im Spiegel erkennen, ab wann kann es einen abstrakten Begriff als solchen erfassen, dass Baum eben nicht nur ein konkreter Baum ist, den man sieht, sondern der Sammelbegriff für alle Bäume. Also Jean Piaget war hauptsächlich auf die kognitive Reifeentwicklung bedacht, aber er hat auch schon an die Persönlichkeits- und Moralentwicklung ein Stück weit sich da auch hingewendet. Und er hat schon den Unterschied gemacht zwischen der heteronomen und autonomen Moral oder inneren Orientierungsstruktur im Menschen. Also heteronom heißt eben auch, das ist dann später bei Lawrence Kohlberg eigentlich das Conventional Level, man folgt Gesetzen, Normen, Befehlen von außen. Also die Steuerung des Menschen wird außen gesteuert. Und das autonome Level, die autonome Moralentwicklung bedeutet, dass ich aus meinen eigenen Bewusstseinsprozessen, aus meinen Erfahrungen und meinem Nachdenken aus mir selbst Wertvorstellungen ableite, mit denen ich dann eben auch alle äußeren Ansprüche an mich auf die Probe stellen kann. Also das nochmal zu dem Zusammenhang da auch zwischen Jean Piaget und Lawrence Kohlberg. Und Lawrence Kohlberg hat dann eben wirklich diese Stufen weiter entfaltet. Und der wichtige Punkt beim Post-Conventional Level ist dann eben, dass ich sehe, ich muss das wirklich prüfend anlegen, weil sonst stehe, egal mit welchen Ansprüchen die Leute zu mir kommen, ich stehe in der Gefahr, fehlgeleitet zu werden, wenn ich mich gar nicht danach frage,
ob es denn aufs Ganze gesehen verantwortlich ist oder nicht. Da kann jemand noch so schöne Theorien vertreten. Wenn ich diesen Prüfmaßstab nicht anlege, fehlt der wesentlichste Prüfmaßstab. Und ich sag mal gleich, also das, was das Explosivste dann ist und was auch sofort verständlich macht, warum das nicht in den Schulen gelehrt wird und warum es auch keiner eigentlich so richtig an sich rankommen lassen, also keiner ist jetzt auch wieder übertrieben, aber ja, fast niemand so an sich herankommen lassen. Aber soweit erst einmal, wir haben jetzt quasi so einen Zwischenschnitt gemacht, weil ich nämlich die Befürchtung hatte, dass die Zuschauer nicht so drin sind in dem Kohlberg'schen Modell. Aber auf jeden Fall geht es um ihn. Ja, und deswegen mache ich jetzt erstmal weiter mit meinen zwei Minuten. Na klar. Und zwar, genau darauf will ich nämlich eingehen. Wir müssen, ich glaube als Naturwissenschaftler, dass wir ohne die höheren Stufen auskommen müssen. Es wird schon schwer genug, die Mehrheiten zu bekommen, diese 56%, ja, wirklich, das wird schon schwer genug. Wir müssen versuchen, ohne diesen hohen Stufen der Reflektiertheit und der Fähigkeit auch, den anderen Menschen wahrnehmen zu können und nicht nur sich selbst und nicht nur Regeln und Normen, sondern auch Perspektivenwechsel eingehen zu können und andere Dinge, das würde die Menschen aus meiner Sicht mit ihren nur noch 1,35 Litern sozusagen Hubraum überfordern durchschnittlich, weil, noch mal ganz kurz, warum ist das so gekommen? Nachdem der Tauschhandel vor 400.000 Jahren erfunden wurde, wurden wir erst noch größer, stattlicher und größere Gehirne, ja. Aber dann wurde die Schädlichkeit der Marktwirtschaft so groß, dass wir dann vor 40.000 Jahren ein Maximum hatten. Und danach, dann zum Beispiel, danach wurde ja irgendwann auch Ackerbau und Viehzucht erfunden. Manche sagen vor 10.000 Jahren, manche sagen früher. Und durch Ackerbau und Viehzucht sehen wir in der Forschung eindeutig ein schlagartiges Mickrigerwerden der Menschen. Ein schlechter ernährt sein, weil es sich um monokulturellen Massenanbau handelte sozusagen. Fehlernährung, schlechte Ernährung, mickrige Körper, schlechte Gesundheit, Beginn der Seuchen und so weiter. Also Ackerbau und Viehzucht als eine der ersten marktwirtschaftlichen Totalzerstörungsmodelle und jetzt deswegen dann auch die Evolution hin Richtung 1250 Milliliter Gehirn, teils toxisch, teils nicht. Und in der nächsten Runde werde ich dann eben erklären, wie wir es schaffen, ohne diese hohen Stufen auszukommen und trotzdem zu einer idealen Gesellschaft zu kommen. So, ja. Das wird jedenfalls in unserem Gespräch noch zu einer ganz spannenden Frage werden. Und ich finde das super, dass wir dieses Gespräch so führen. Denn stellen wir uns den Zuschauer jetzt vor, der sitzt da. Also ich würde ihm dann sagen, hör mal, hörst du das jetzt hier? Es geht um die Frage, ob du ein selbststeuerungsfähiges Wesen, ein demokratisches, ein mündiges Wesen sein kannst, wo wir wirklich sagen, Veränderungen, die geschehen, da soll nicht irgendwie ein Schräubchen jetzt so gedreht werden, wo man sagt, das kannst du aber nicht wirklich begreifen oder du kannst das nicht von dir aus auch mit wollen. Wir drehen da mal die Schräubchen so, dass du dann richtig oder gut oder verantwortlich funktionierst. Oder hallo Mensch, möchtest du, dass die Schräubchen nicht einfach ohne dein Durchschauen, dein Mitwirken, dein Wissen, dein Wollen gestellt werden auf Verantwortlichkeit, möchtest du, dass sie in deinem Zentralbewusstsein so gestellt werden, dass da so eine Verantwortlichkeit bei rauskommen kann? Und kannst du dir denn vorstellen, oder können wir überhaupt, kann irgendjemand von uns sich vorstellen, dass das klappen kann, wenn wir auf diese Freiheits- und Verantwortungsstufe im Einzelnen verzichten wollten? Aber ich komme nochmal jetzt zu dem ganz explosiven Punkt, der eben auch zeigt, also vorhin hatten Sie auch gesagt, verfassungskonform, ganz sanft oder so. Also ich bin auch für totale Sanftheit. Ich trete im Moment dafür ein, dass wir auch die gewaltfreien Aktionen umstellen sollten, noch von Stör- und Blockadeaktionen oder so, zu aufbauenden, konstruktiven, helfenden Aktionen, auch für den Staat, die Polizei und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir müssen natürlich die Sanftheit und Gewaltfreiheit und Liebe ungeheuer hochschrauben, weil es kommt auf einen System Change, eine Systemwandlung an, die hat eben ungeheuer durchgreifendes Volumen. Und das beschreibe ich mit einer Frage noch, die sich beim Post-Conventional Level natürlich ziemlich direkt anschließt an die Fragestellung, gut, wie gehe ich jetzt innerlich damit um, dass ich mein Steuerruder nehme und das insgesamt verantwortlich handhabe? Einer wird ja auch jemand ins Auto steigen wollen, der nicht die Fahrkompetenz hat. Also die Verantwortung ist schon ungeheuer wesentlich. Dann sage ich nur die Frage noch, die ich dann beim nächsten Mal genauer erkläre.
Wenn ich mein Steuerruder so aufs Ganze gesehen verantwortlich verwenden will, darf ich es dann noch in die Hände anderer abgeben, bei denen diese Verantwortlichkeit nicht gewährleistet ist? Das kommt aber beim nächsten Mal genauer. Ja, verantwortlich, das ist genau die Frage. Und ich gehe jetzt mal auf unsere anderen Bilder kurz ein. Und zwar zeige ich jetzt mal hier das Bild hatte ich erklärt mit dieser Evolution, größer werdender Mensch, wie der mickrige heutige Mensch im Rollator sozusagen, fehlernährt, osteoporotisch zurück. So, und dann, jetzt komme ich zu dem, was wir mit der Wohlfühlstimme machen. Ich muss leider nochmal zurückklicken. Ich gehe wieder auf dieses Bild mit diesen Evolutionsbäumen, ja, unsere mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik. Und da ist es so, wenn wir die Wohlfühlstimme einsetzen, ändert sich schlagartig schon mal, sagen wir mal, 50% der Gesellschaft ändert sich schon. Ja, also wenn wir den Marktwirtschaft beenden, den Kapitalismus beenden und sagen, wir werden jetzt eine Wohlfühlstimmengesellschaft als zusätzliche Wahlstimme, dann passiert Folgendes. Der Arzt, der sich irrt und aufgrund des Irrtums seine Patienten gewinnbringend verwaltet, der bisher viel verdient hat, würde deswegen sehr wenig verdienen, weil nämlich die Wohlfühlstimmen seiner Kunden sehr schlecht ausfallen dürften und sozusagen während der andere Arzt, der sozusagen die Leute berät in kostenlosen Gesundheitskursen, Sportkursen, Ernährungskursen, Einkaufskursen und so weiter, und der belohnt wird, je gesünder ich mich entwickle, also die Gesundheitsdaten werden zur Wohlfühlnote noch assoziiert, und dann kriegt der Arzt am meisten Verdienstzuschlag, der meine Wohlfühlstimme am meisten verbessert. Und der, der sie eher verschlechtert, kriegt keine Verdienstzuschläge mehr. Und dann dreht sich ein Großteil der Schädlichkeit schon um und die Irrtümer verschwinden und die Wahrheiten breiten sich aus. Wechsel. Ja, also ich sag mal, das, was ich jetzt sage, ist dann mein letztes Stück von dem Faden, eben erstmal Primat der Politik oder der Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen vor Primat der Ökonomie, weil es treffen sich da wirklich unsere Fäden dann auch. Also ich kann da gleich auch was sehr gut Passendes sagen, sicherlich auch zu der Art, wie ich die Wirtschaftsmechanismen sehe. Also warum Tauschlogik Verantwortungslosigkeit generiert. Aber erstmal bleibe ich noch beim Post-Conventional Level und dem, was eben unsere ganzen politischen Systeme und Autoritätsstrukturen weltweit sofort zersprengen würde, in der jetzigen Form, wenn wir das zulassen, dass das in unser Bewusstsein tritt und es auch einander zutrauen, wenn die Menschen sehen, da komme ich nicht drum rum. Das ist auch meine höchste Entfaltung als Mensch. Das ist der selbstbestimmte, souveräne Mensch, der ich dadurch werden kann. Also das haut eigentlich sozusagen voll durch, auch was dann eben so die Selbstentfaltung angeht. Ja, und da nochmal also, wenn ich selbst mein Steuerruder nun in die Hand nehme und will es insgesamt verantwortlich verwenden, darf ich es dann an andere noch abgeben, die diese Verantwortungsreife nicht haben? Antwort ist nein. Es würde sofort alle repräsentativen Demokratien und sonstigen Vertretungsmechanismen, die wir in der Welt haben, die ohne solche Verantwortungsprüfung zustande gekommen sind, zersprengen. Und natürlich, also ich bin jetzt nicht, ich will aber auch einen sanften Übergang. Aber man muss, wenn man diese Logik so zulässt, dann würde es bedeuten, dass man auf seine Politiker, in Anführungszeichen, also ich bin ja aus dem Staat erstmal ausgetreten dann, aber ich kann ihnen auch von außen dann so entgegentreten, dass ich sage, Leute, bedenkt das. Ihr müsstet eigentlich eine Verantwortungsreifeprüfung zulassen über euch, dass ihr zum Beispiel nicht Klimazerstörer, sondern Klimaschützer seid, die da am Steuerruder sind, also Klimaschützer an die Macht sozusagen. Ihr müsstet das zulassen. Und da müsstet ihr transparent genug sein, um zu sehen, ob ihr nach solchen Verantwortungswerten zuverlässig handelt. Und wenn das nicht der Fall ist, müsste man euch entweder ablösen oder ihr macht auf der Hacke eine Kehrtwende und stellt euch diesen Verantwortungsanspruch. Ja, also, wie gesagt, genau da sind wir an diesem kleinen Unterschied. Darum geht es ja uns, die Unterschiede auch rauszuarbeiten für die Zuschauer. Dass wir eben sagen, nein, in der Marktwirtschaft
ist der normale Bürger, der Mainstream-Bürger, derart ein Opfer der Gehirnwäsche durch die gewinnbringenden Irrtümer, dass er sozusagen eigentlich, wie Professor Rainer Mausfeld im Internet, ich kritisiere ihn oft sehr scharf, aber da hat er natürlich recht, als Psychologieprofessor, ja, dass die Gehirnwäsche durch die gewinnbringenden Irrtümer ist so stark, dass man davon sprechen kann, dass der normale Bürger von vorne bis hinten durchmanipuliert ist und in all diesem Durchmanipuliertsein seine eigene Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit gar nicht richtig findet. Tragischerweise. Ja? Denn Manipulation führt jeden Einzelnen immer in die Irre. Und deswegen heißt unser Lösungsmodell, ich habe jetzt das Bild hier von dem Milliardärskönig aufgeschlagen, ja, unser Bild sagt Folgendes. Okay, die Sexualität wurde durch die gewinnbringenden Irrtümer unterdrückt. Die Kommunen wurden zerstört, das Schenken wurde zerstört, alles wurde zerstört durch die Marktwirtschaft. Ja? Und jetzt, indem wir jetzt die Wohlfühlstimme einführen, werden jetzt unsere Hausärzte, Gesundheitskommunen, kostenlose Gesundheitskommunen anbieten. Und dann werden sie sogar anregen, dass die ersten, wenn sie Lust dazu haben, manche werden in religiösen Gemeinden leben wollen, manche werden ganz normal monogam leben wollen, manche homosexuell monogam, manche polygam, polyamor. Und manche werden anfangen und sagen, wir wollen mal eine Kommune, also eine urmatriarchale Schenkerkommune ausprobieren sozusagen. Ja, dann mache ich da nachher weiter. Genau. Und ich habe ja gesagt, ich habe meinen Faden jetzt der Beschreibung, also was wäre eigentlich diese zentrale Verantwortungsorientierung, diese zentrale Verantwortungsreife, den habe ich sozusagen jetzt abgeschlossen und komme jetzt auf zwei Dinge. Einerseits immer bis uns begleitet natürlich die Frage, geht es auch ohne, also geht ein ökonomisches Rettungskonzept auch ohne diese Persönlichkeits- und Verantwortungsreife-Dimension? Aber das andere ist genau die Frage, inwiefern wirkt jedenfalls das Ökonomische auch mit? Also neben dem, den Menschen wird das Steuerruder aus der Hand genommen, sie werden blind gesteuert, sie sollen hinterherrennen, ohne wirklich es kritisch zu durchdenken und so weiter. Also neben dieser Zentralfunktion, die den Menschen geraubt wird, inwiefern raubt ihnen das ökonomische System der Marktwirtschaft oder des Tauschhandels auch eine wichtige Dimension der Ganzheitlichkeit, Verantwortlichkeit, auch sozialen Fähigkeit? Ich sage nur nochmal erst, ich wiederhole, dass ich glaube, dass ein blindes Hinterherrennen auch hinter Menschen, die jetzt sagen, wir machen das ohne diese Verantwortungsreife von euch, wir machen das mit euch und wir gucken auch nach eurem Wohlgefühl. Wir wissen alle, dass Menschen auch durch Brot- und Spielebefriedigung sehr stark dann gelenkt werden können. Die fühlen sich dann wohl und werden aber doch fremdgesteuert oder auch falsch gesteuert eventuell. Also ich glaube, wir stehen weltweit an den entscheidendsten Weichenstellungen, auch wie eine NWO, also eine neue Weltordnung, wie die aussehen wird. Ob sie im Sinne von 1984 oder sonst wie sein wird, wo die Menschen mit irgendwelchen äußeren Befriedigungen ruhig gestellt werden, aber mit dem Steuerungsablauf nichts mehr zu tun haben. Oder ob wir eine wahrhafte Demokratie Entwicklung da haben, einen Demokratiedurchbruch, Verantwortungsdemokratie, Menschheitskonsensdemokratie, wie ich das auch nenne. Aber da kommen wir noch zu, weil ich werde ein paar Vorbehalte dann im Laufe des Gesprächs noch äußern, warum ich glaube, dass das gefährlicherweise auch schiefgehen kann, wenn es an der Verantwortungsreife vorbeimanövriert wird. Aber erst, ja gut, dann das nächste Mal, beim nächsten Mal komme ich dann auf der Gemeinsamkeit erstmal, was sehe ich als den großen Hebel, den Schalthebel der Tausch- und Marktwirtschaft an den Menschen, sich zu entfremden, auch der Gemeinschaft zu entfremden und der Verantwortlichkeit zu entfremden? Ja, also ich selbst habe halt keine Bedenken gegen die Wohlfühlstimme. Die ist ja auch so ein bisschen Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, Bhutans Bruttonationalglück. Wobei man sagen muss, die nextscientistsforfuture.de waren lange vor Christian Felber schon mit einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft orientiert und mit so Dingen wie Wohlfühlstimme und Gesundheitsdatenmessung beschäftigt. Bevor Christian Felber überhaupt geboren war, war das schon der Fall. Und das heißt also, die Next Scientists for Future.de haben 51 Jahre Forschungszeit hinter sich, seit 1968. Ja? Und
Das bedeutet letztendlich die Wohlfühlstimme, deswegen habe ich keine Angst, weil natürlich auch die Sicherheitsmechanismen eingebaut worden sind. Man könnte ja als Händler, als Lebensmittelhändler auf die Idee kommen, überall in die Lebensmittel Drogen reinzumachen, dann hätte man auch eine verbesserte Wohlfühlnote. Da gibt es aber Steuerungsmechanismen, die das kontern, denn wenn sie Drogen reintun, werden die Leute durch die Drogen wiederum anders krank oder geschwächt und das kann man wieder messen und dadurch kann man das dann unterbinden, sodass also der Händler wirklich nichts anderes macht und der Arzt nichts anderes machen, als wirklich kerngesunde Ernährung zu liefern. Sauberes Wasser, saubere Luft, saubere Nahrung und saubere Medizin sozusagen im Gegensatz zu vorher. Und dadurch das Leben bis zu 127 zu verlängern, das ist wohl die maximale Länge, die der Mensch erreichen kann. Und letztendlich die Wohlfühlstimme, habe ich keine Angst davor, weil eben die dann dazu führt, dass dann irgendwann auch die ersten Milliardärskönige in Kommunen eingeladen werden und wieder anfangen zu schenken. Und sozusagen in dem Moment, wo sie schenken, geht die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammen. Und wir sind wieder auf einem Schenker-Level. Man lebt in seiner, eventuell, wer das freiwillig möchte, in seiner geliebten Kommune und verschenkt wieder alles. Ja, und dabei, Sie sind dran. Ja, also dann sage ich in diesem Beitrag doch erstmal noch, also was kann uns konstruktiv verbinden? Also auch euren Ansatz da und meinen Ansatz. Ich meine, im Grunde genommen lässt sich beides zu einem Puzzlebild schon zusammenfügen, Aha. außer der Frage eben, ob es ohne die Verantwortungsreife auskommt, ne? Aber ansonsten sind die Schienen durchaus zusammensetzbar. Und ich sage mal, was könnte uns konstruktiv verbinden, auch wenn wir da eben diesen unterschiedlichen Ansatz haben? Ich finde es super, dass wir dieses Interview jetzt führen. Und ich glaube, wir könnten ja einfach gemeinsam an der Forschung dranbleiben, also ein wachsames Auge haben, was kann jetzt wirklich wie gut funktionieren, wo müssen wir aufpassen, weil es doch wieder eine Fehlentwicklung ergeben kann, oder klappt es eben alles reibungslos auf die eine oder andere Weise? Also Und gemeinsame Forschung. mit solchen Talks mit anderen sprechen, ja? Ja, aber jetzt erstmal wollte ich sagen, also unter uns kann das, glaube ich, eine gute Schiene sein, dass wir da nicht eben Standpunkte ausblenden, was ja auch unwissenschaftlich wäre, sondern dass wir so dranbleiben und sagen, wir wollen die Offenheit des Horizonts, des Forschungshorizontes haben und am besten auch das vielleicht noch in die Bewusstseinsbildung der Gesellschaft einbringen. Also ich würde dann natürlich immer wieder so der Frechling sein, der sagt, Leute, passt auf, egal wer jetzt kommt, der kapitalistische Händler oder der Planwirtschaftler oder der Experte als Planwirtschaftler, auch mit dem Wohlfühlargument, passt auf, geht das so gut für euch oder tut euch das wirklich gut, ohne diese höchste oder überhaupt orientierungsfähige Verantwortungs- und Persönlichkeitsreife? Kann das so in Ordnung sein? Weil ich greife nur den Punkt mit der Sucht noch auf. Die Menschen mögen durch die Sucht dann krank werden. Auch jetzt sind sie aus meiner Sicht konsumsüchtig. Aber nehmen wir an, die Zukunft ist dann eben Zukunftsheroin oder LSD-Drogenabhängigkeit. Sie werden krank, aber sie merken es nicht. Das heißt also, die Wohlfühlabfrage könnte beim Süchtigen bis an sein Lebensende bedeuten, die Sucht ist das Beste für mich. Und wer sie mir wegnimmt, der schädigt mich oder nimmt mir das Leben. Ja, das ist ja genau so ein Punkt, aber damit haben sich die Professoren natürlich seit Jahrzehnten beschäftigt, dass eben deswegen müssen ja auch die Gesundheitsdaten mit in die Wohlfühlstimmenberechnung beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen anvertrauen. Und natürlich muss das mit absolutem Datenschutz alles gemacht werden und es muss mit kriminalpolizeilicher Überwachung geschehen. Die besten Statistiker der Welt müssen im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden sein. Aber der Drogensüchtige, der hat so schlechte Gesundheitsdatenwerte, sozusagen, muss so oft wegen, was weiß ich, irgendeiner Sache ins Krankenhaus eingeliefert werden und so weiter, zwischendurch und so weiter, sodass er dann von der die Wohlfühlstimme gekoppelt mit den Gesundheitsdaten
sozusagen zeigt, dass da der Hausarzt zum Beispiel sich doch noch ein bisschen Mühe geben sollte, den von der Konsumsucht, der Drogensucht, der Zigarettensucht, der Alkoholsucht zu befreien. Und zwar nicht durch Verbieten, sondern durch glückliches Kommunenleben, erfülltes Liebesleben, Endorphinspiegelerhöhung durch Sexualität in den Kommunen. Also, denn die Bonobos, darf ich nur mal so andeuten, haben durchschnittlich am Tag 12-mal Sex und so weiter. Und also sozusagen in dem glücklichen Liebesleben, wie auch immer, sozusagen wird der Mensch wieder befriedigt und dadurch lässt er die Drogen liegen, weil sie ihn nicht mehr interessieren. Er braucht keine Ersatzbefriedigung mehr. Und die Konsumsucht wird geringer. Die Erde wird von dem Raubbau an der Erde schon mal wesentlich befreit, weil man kaum noch Güter braucht, weil man fast nichts mehr haben will. Nachher weiter. Ja, ich sage erstmal, also da treffen wir uns, das wird auch gleich noch deutlicher werden. Also die aufgeklärte Bonobo-Kommune und auch freie Liebe und ähnliches. Also wie gesagt, bei uns in der Schenker-Bewegung kann da jeder auch da am Anfang erstmal seine Vorstellungen haben, auch wenn er eben für strenge Monogamie und was weiß ich ist. Also ich lebe im Moment jetzt mit meiner Frau auch monogam. Aber diese Vorstellung der freien Liebe, die aufgeklärte Bonobo-Kommune, klar, Liebe ist besser als andere Drogen, auch die sexuelle Liebe. Die geistige Liebe, die aus meiner Sicht gerade darin besteht, dass Menschen gemeinsam richtig denken können, also ihr Denken so miteinander verknüpfen können, ist aus meiner Sicht die höchste Ebene. Und ich komme aber erst noch jetzt auf den Punkt zurück, welche Gefahren sehe ich da und auch welche Missbrauchsmöglichkeiten, wenn es am Post-Conventional Level vorbeigeht. Und ich möchte das dem Zuschauer auch fragen. Wie sicher fühlt ihr euch, dass ihr nicht mit Brot- und Spieleabhängigkeit oder irgendeinem Zukunfts-LSD oder sowas zufriedengestellt werdet, von auch sozialistischen Gemeinwohlplanern oder Experten dafür, die euch aber die Dimension der echten Persönlichkeits- und Verantwortungsreife vorenthalten, die das weiter so vielleicht tabuisieren würden, wie das jetzt in der Gesellschaft üblich ist, wie das bei allen kapitalistischen und kommunistischen Systemen üblich war. Also was gibt euch das gute Gefühl, wenn ihr euch das vor Augen haltet, worauf es da ankäme? Aber das, da werden wir auch später noch, ich werde auch noch Beispiele nennen, zum Beispiel Zertifikatehandel und ähnliches, also wo solche Regulierungsmechanismen durchaus eben eingeführt wurden oder die politischen Systeme das versuchen und wie missbrauchsgefährdet das dann ist, auch weiterhin. Also wir können auch jetzt sehen, Daten, ne? Also wir sehen in der Corona-Krise, was für Datenmanipulation und Zensur oder sonst was durch eine Obrigkeit geschehen können. Die sagen, das machen wir zu eurem Wohle, hier geht es um Krankheitsvermeidung und ähnliches. Also wie gesagt, geht es wirklich, ohne den eigenen Durchblick gewährt zu bekommen, durch die Gewähr, das gewährt bekommen auch von so einer Reife wie Post-Conventional Level. Aber jetzt würde ich dann, also Frei Tutsch das dann gleich hauptsächlich in den nächsten Beitrag rein, genau, erstmal beschreiben, warum aus meiner Sicht tatsächlich auch Marktwirtschaft und Tauschhandel oder Geldsystem den Menschen seinem Wesen, seiner sozialen Verbundenheit und der Verantwortung für größere Zusammenhänge entfremdet. Ja, und da greife ich jetzt mal davon auf, dass den Hinweis mit dem LSD, ja, also das haben natürlich die Wissenschaftler in den letzten über 50 Jahren Forschung natürlich ausgeschlossen. Es gibt also Messgrößen in dem ganzen System, die dazu führen, dass wer LSD reintrickst in irgendwelche Nahrung oder Getränke oder Wasser oder so, der verliert total in diesem System, weil die Wohlfühlstimme dann nicht das einzige Maß ist. Ja? Es kommt, ich will nur nicht das alles so detailliert erklären. Da gehört ganz viel dazu. Nur LSD ist ausgeschlossen, ja, sozusagen. Und jetzt zur Demokratie, weil es geht ja darum, ich glaube, dass auch durch diesen Ansatz die Selbstverantwortungshaltung viel größer wird. Weil was verändert sich durch die Wohlfühlstimme? Verändert sich schon mal die gesamte Politik. Die gesamte Politik, die Parteien werden so vorgehen in Zukunft, ja, dass sie sagen, wir müssen die fähigsten Leute aus der Wirtschaft, aus sonst wie die fähigsten Denker des Landes, müssen wir in unsere Partei einladen, wir müssen sie reinlocken, wir müssen sie zu Mitgliedern werben, weil am Ende wird es heißen, aha, die Stadt Köln wird gerade regiert von der CDU und das Bundesland Nordrhein-Westfalen, was weiß ich, würde jetzt regiert werden von der SPD.
Und wenn die Wohlfühlstimmen in der Stadt Köln sich zum Beispiel total negativ entwickeln und in anderen CDU, und das wäre ja immer transparent, ja, diese Zahlen sind alle total transparent. Also die Wohlfühlstimmenentwicklung und wäre überall bekannt und dadurch würden die einzelnen Parteien händeringend nach fähigen Leuten suchen, und fähigen Politikern suchen, weil sie sozusagen jederzeit abgewählt werden, wenn die Bürger sehen, dass die Wohlfühlstimmen bei einer Partei typischerweise negativ ausfallen. Ja, ich sag mal, also unstrittig, dass es relative Verbesserungen wären, wenn zum Beispiel eine Gesellschaft nicht so sehr nach Bruttosozialprodukt oder sowas geht, sondern nach Bruttosozialglück. Wir kennen ja Beispiele wie Bhutan und so. Genau. Also was in die Richtung geht, natürlich auch der Herr Felber. Wobei, den Herrn Felber habe ich auch persönlich mal gefragt, Herr Felber, aber wie sehen Sie, was die Grundsteuerung angeht? Darf man irgendwo sich beherrschen lassen von Menschen, die einen vorher nicht gefragt haben und nicht mit globalen Verantwortungsgründen überzeugt haben? Und das ist, da hat er auch dann nach einigen Zögern dann aber gesagt, nein, darf man eigentlich nicht. Und insofern, also ich glaube, dass das was ganz Wesentliches ist, eben zu gucken, wie sieht es aus mit echter Verantwortungsorientierung und Verantwortungsprüfung auch als Grundrecht des Menschen und als wesentlichste Entfaltung seines Menschseins. Aber jetzt komme ich mal zu dem, was uns da sehr verbindet. Also warum ist sowas wie Tauschhandel und Marktwirtschaft etwas, was den Menschen, seinem Wesen, dem sozialen Zusammenhang und auch den ganzheitlicheren Bezügen, dem Zusammenhang mit dem Ganzen, entfremdet? Und da gibt es ja auch die wissenschaftliche Forschung zu. Sie kennen sich ja auch das Buch von Gräber, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Es gibt auch andere anthropologische Studien, die sich damit beschäftigen. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass am Anfang, also wohlgemerkt, also gerade zwischen den Stämmen oder den Völkern war das sehr unterschiedlich eben mit der Frage, war es gewalttätig oder war es auch friedlich, war es zum Teilen und Schenken bereit und so. Wobei manche Forscher ja schon sagen, es ist ein spezifisches Merkmal des Menschen, was zum Teil bei den Primaten dann auch schon auftritt, Fremde beschenken zu können. Aber erst einmal, jetzt komme ich zurück, was war die Grundform, also auch wenn es nicht um die Fremden ging, sondern um die Sozialstrukturen der Stämme selbst. Und das war so, dass das ja familiäres Teilen war. Also in der Familie, in der Sippe wurde geteilt, also jeder tut, was er kann, bekommt, was er braucht. Und es war also dieser Zusammenhang, wo man sich einfach gegenseitig hilft, wenn es gerade dran ist. Und da mache ich dann gleich weiter. Ja, genau. Und ich gehe jetzt mal zügig weiter, dass wir ja, ich habe ja gesagt, wie wir die Schere zwischen Arm und Reich dadurch zusammengehen sehen, indem die Milliardärskönige wieder eingeladen werden, in die ersten Kommunen, die entstehen, mit ihren Familien einzuziehen, zu Besuch zu kommen und irgendwann sich vielleicht in diese Kommunen zu verlieben, sozusagen, wenn es gut läuft, ja, frei, alles freiwillig natürlich, keinerlei Zwang, alles freiheitlich. Und wie gesagt, jede Lebensform wird akzeptiert, monogam, christlich oder was auch immer, ja, wie jeder will, völlig freiheitlich. Und dass dadurch jetzt hier kann es dann dazu kommen, dass irgendwann Geld sogar nicht mehr interessant wird, aber immer alles erst, nachdem der letzte Staat der Erde raus ist aus dem Kapitalismus, ja? Also denn Kapitalismus ist Angriffslust. Ja? Kapitalismus ist jederzeit bereit, die nordamerikanischen Indianer umzubringen, ist jederzeit bereit, Saddam Hussein zu ermorden. Und vor dieser Gefahr, also wir können zurückkommen zu einer 3- bis 4-stündigen Arbeitszeit am Tag und Auflösung, Aufhebung des Geldes, weil wir es nicht mehr brauchen, und alle Staatsgrenzen aufzuheben, aber erst nachdem der letzte Staat auch kapitalismusfrei geworden ist, marktwirtschaftsfrei geworden ist. Und dann brauchen wir nämlich, eigentlich sind wir nämlich aus unserer Sicht Kommunentiere, die keine Staaten brauchen, pazifistisch mit den Nachbarkommunen kooperativ leben können. Und und dann haben wir ein bisschen moderne Technologie, aber konsumieren ungefähr 1/1000 von dem, was wir jetzt konsumieren. Sie sind dran?
Ja, ich würde jetzt wieder auch mit Blick auf den Zuschauer sagen, also wie sehr möchtet ihr den Weg über Milliardärskönige oder so, die vielleicht irgendwo in eure Kommunen kommen oder was ja keine völlig vernachlässigbare Gefahr ist, die euch in irgendwie Kommunen zweiter oder dritter Klasse lassen, während sie sich ganz andere Level einrichten wollen. Also diese Frage. Auf der anderen Seite, wie sehr möchten wir alle oder möchtet ihr, liebe Zuschauer, den Weg gehen, den wir eben jetzt gerade auch beschrieben haben. Wir sind eigentlich Tiere, die friedlich und auf Augenhöhe miteinander umgehen können, die da einfach sich dann friedlich auch verständigen und einigen. Und tatsächlich ist das in diesen Varianzschablonen von den Primaten über die Frühmenschen bis heute auch enthalten. Also bei den Irokesen, die sogenannten Langhäuser, das waren Häuser für Konsensfindung. Also jetzt nicht mehr als Entscheidung oder Konsens, einigen sich Leute irgendwie und sei es der Stärkere hebt die Fäuste. Sondern das waren wirklich Einigungsprozesse des friedlichen Kommunizierens und sich Verständigens. Ähnliche Strukturen, also solche egalitären Entscheidungsformen, sind durchaus auch bei den Germanen im Ting und an anderen Stellen nachweisbar, dass da eben sehr stark dieses freie sich einigen durch Verständigen und Herausführen. Und wenn man sich nicht einigen konnte, dass dann gar nicht alle vereinnahmt wurden. Ne? Also wenn bei den Germanen dann der Fürst gesagt hat, hier lasst uns mal Krieg führen, dann haben einige gesagt, ja, wir machen mit und andere nicht. Dann haben die gesagt haben, ja, die haben mitgemacht und die anderen haben es nicht mitgemacht. Also die konnten dann auch sich dagegen entscheiden. Aber es ist alles total faszinierende Möglichkeit und ich lade alle ein zu überlegen, wollen wir direkt die herrschaftsfreie gleiche Gemeinschaft machen oder wollen wir irgendwelche Umwege mit Mechanismen, wo dann die Millionärskönige oder nicht vertrauensgeprüfte Expertenautoritäten das Geschehen vielleicht bestimmen. Aber nochmal zurück jetzt. Also Gräber sagt, am Anfang, die erste Wirtschaftsform oder auch die ursprüngliche Wirtschaftsform war nicht Marktwirtschaft und Tauschhandel, sondern war familiäres Teilen und Schenken in den familienmäßig strukturierten Familien, Großfamilien, Sippen und Stämmen. Und vielleicht die letzte Ausblick noch auf das, was ich beim nächsten Mal erklären würde. Die Tausch- und Marktwirtschaft kam erst auf, als immer anonymere Sozialzusammenhänge entstanden, denn es gab schon Tauschen auch ziemlich von Anfang an. Aber gegenüber Fremden und Feinden. Das erkläre ich dann am nächsten Mal genauer. Ja, denn vielleicht nur als Hinweis, Professor Friedemann Schrenk äußert sich so, dass es bewiesen ist, dass der Fernhandel schon 140.000 Jahre alt ist. Minimal. Und dann, wir gehen halt davon aus, dass der Nahhandel schon 300.000 bis 400.000 Jahre alt ist, also uralt ist, ja. Und dass der also sozusagen leider, ja, und jetzt aber zur Inzucht, ja. Also erstens, wenn Milliardärskönige nur untereinander in Kommunen ziehen würden, hätten sie zwei riesige Nachteile. Ich würde, wenn ich Milliardärskönig wäre, nicht in so eine Kommune ziehen. Erstens hat sich immer schon gezeigt, dass die Inzucht der Könige und der Königshäuser untereinander immer also zu Degenerationserscheinungen geführt hat. Also es ist immer besser, wenn man als Milliardärskönig mit anderen Personen sich fortpflanzt und nicht untereinander. Ja, das als erster Aspekt. Und dann zweitens, jeder Milliardärskönig, die Menschen haben leider eine natürliche Tendenz, auch die Bonobo-Männer wollen immer gerne, ohne Gewalt, nur über ihre Geschenke wollen sie gerne erreichen, dass sie der beliebteste Mann in der Gruppe sind, weil sie dann statistisch den größten Zugang zu den Eizellen der Frauen bekommen durch verschiedene Mechanismen, die mittlerweile genau erforscht sind. Ne? Und das führt dazu, dass also die Milliardärskönige lieber gar nicht mit anderen Milliardärskönigen in eine Kommune wollen, weil sie dann ja mit denen die Beliebtheit teilen müssten als der größte Schenker in der Gruppe. Während wenn ich als einzelner Milliardärskönig in eine Kommune reingebe und dann der einzige Meistschenker in der Gruppe bin, habe ich auch alle kriegen ganz viel Sex ab, aber ich krieg dann ein bisschen mehr als die anderen ab. Und ehrlich gesagt, ich bin so egoistisch, ich würde das wollen. Sie sind dran. Ja, ich glaube, dass da andere Varianten vielleicht etwas realistischer noch sind, nämlich dass die Milliardärskönige in ihren Elitekommunen sich das Recht auch herausnehmen, weiter über andere zu bestimmen. Und das kann dann in der späteren Zukunft kann das dann mehr mit Psychomanipulation geschehen, als dass die Soldaten ausgeschickt werden.
Also ich glaube, dass dann eher das Heranziehen anderen Menschen und Materials aus den untergeordneten Schichten, wie die Bevölkerung gehalten wird. Also wir kennen ja alle solche Visionen wie 1984, Brave New World und so weiter. Also dass die Eliten sagen, es macht am glücklichsten, wenn wir uns gleich unter die gemeinen Leute mischen. Das ist eine große Frage, ob man das so sehen könnte und ob das realistisch ist. Aber ich komme nochmal zurück. Also was ist der Mechanismus im Tauschhandel und der Marktwirtschaft oder im Geldhandel, was die Menschen da so entfremdet von sich, der Gemeinschaft und dem großen Zusammenhang? Und das ist eben eine Art von Logik des Gebens und Nehmens, die da enthalten ist. Gegenüber Fremden und Feinden musste man so Tauschwirtschaft betreiben, schlicht aus dem einfachen Grunde, weil das Vertrauen ja nicht da war, dass wenn ich denen in dem einen Moment was gebe oder ich teile mit ihnen und schenke mit ihnen, dass die das auch machen werden. Das heißt, in einer Gemeinschaft, wo die Verbundenheit miteinander so groß ist, die Liebe, dieses sich eins fühlen, dass ich den anderen so behandeln kann wie ein Teil von mir und er mich als Teil von sich oder als Teil eben der größeren Gemeinschaft, als des lebendigen Ganzen, wo diese Verbundenheit da ist, kann ich geben und schenken und ich fühle mich getragen, ich fühle mich geborgen, weil ich weiß, die anderen machen es ja mit mir genauso. Der Fremde und Feind, da ist das nicht so einfach voraussetzbar, der ist nicht transparent, ich weiß nicht, nach welchen Werten der sich richtet, oder beim Feind weiß ich sogar, das sind keine guten Werte für mich. Und dann heißt es also, da muss ich direkt was zurückverlangen, weil ich fühle mich sonst nicht sicher oder bin ausnutzbar und unterwerfbar gar und so weiter. Diese Logik macht den Unterschied zwischen der vertrauten Gemeinschaft und der nicht mehr vertrauten Gemeinschafts- oder Gesellschaftsgröße. Ja, Sie haben ein Punkt zu ihm, dem, was Sie gesagt haben, ist, dass es einen Bericht gab vor wenigen Wochen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Forscher das gemacht haben, aber dass es Beweise dafür gebe, dass vor 40, 50, 60.000 Jahren es erstaunlicherweise über extrem große Entfernungen kooperative Besuche zwischen den Kommunen gegeben haben soll schon. Ja? Das heißt also, dass da schon so ein Netz war, dass die Nachbarkommunen, ich nenne sie ja Kommunen, ja Gruppen, wie Clans oder was auch immer, sich eben gegenseitig über große Entfernungen besucht haben und dort kooperativ Sachen geliehen haben, wieder zurückgegeben haben und so weiter. Und so ein Austausch stattfindet. Und das ist eine Bestätigung unseres Modells jetzt wieder gewesen, nämlich, dass wir sagen, die Milliardärskönige haben ja diese sogenannte, wie wir sie nennen, Machtsucht und Akkumulationssucht nur entwickelt, weil der Tauschhandel ihnen die sexuelle Befriedigung weggenommen hat. Und jetzt sind wir auch beim Thema pervers, ja? Also jemand, wissen Sie, wenn wir die naturwissenschaftlichen Daten nicht hätten, würde jetzt jemand anders kommen und sagen, Sie sind ja pervers, ich bestehe darauf, also nur Monogamie und ein Partner und kein Sex vor der Ehe und alles andere ist ja pervers und krank, ja? Und da sage ich, nee, die Naturwissenschaft zeigt uns, dass wir genetisch wahrscheinlich genauso konstruiert sind, nämlich Gruppenehetiere, möglicherweise. Wobei wir das niemandem vorschreiben würden, sondern eben jeder sucht sich, was er wie er leben möchte. Wir öffnen nur den Raum auch für die Gruppenehe, also für die Kommune. Und das würde jetzt bedeuten, ja, die Machtsucht und die Akkumulationssucht ist ja dann weg. Das heißt, die Milliardärskönige haben selbst kein Interesse mehr an den Staaten. Wir können Staaten auflösen und Geld auflösen. Wir können die Waffen alle verschrotten und so weiter. Und dann sind wir beim Schenken wieder zurück. Sie sind dran. Ja, also ich glaube, dass das durch die Einsicht solcher Verbundenheit und das echte Erleben solcher Verbundenheit und dass die Menschen eben zu kritischen Unterscheidungsvermögen fähig werden, wo ist solche Verbundenheit gegeben und wo ist sie nicht gegeben, weil wir wissen alle, dass es die Ausbeutungsmotive, die Beherrschungsmotive durchaus in sattem Maße gibt unter Menschen. Also durch die Einschaltung dieses höheren Blicks kann ich mir das alles gut vorstellen. Und wenn da früher eben auch Handelsbeziehungen waren und man hat eben Vertrauenswürdigkeit aneinander erlebt und das war auch fundiert, dann konnte das funktionieren. Wir wissen aber auch, wie es aussieht, eben mit eben genau diesen Konkurrenz- und Unterwerfungs- oder Verdrängungsmechanismen, ne? Allein schon Neandertaler, Homo erectus und so weiter. Das heißt, wir haben
Nicht unbedingt die Anhaltspunkte, dass es nur das Paradies gab oder dass es das so einfach von alleine wieder gibt, aber wir haben die Möglichkeit, sie gehört wohl zum menschlichen Repertoire, dass wenn wir da wirklich drauf achten und uns anschauen, was es bedeutet, dass wir dann da vielleicht einen Weg hin finden können. Ich will mal noch ein Beispiel nennen, auch für die Gefahr, die darin besteht, wenn Experten andere Art von Planungssystemen aufbauen unter Menschen, die es eigentlich nicht aus Einsicht machen. Also man muss sich ja die Frage stellen, woher kommt denn dann die Orientierung aufs Gesamtwohl, die Verlässlichkeit bei denen, die an die Steuerruder gesetzt werden? Und sie können ja kaum noch demokratisch legitimiert sein, wenn die Masse der Menschen kurzsichtig auf Gewinn und sowas orientiert ist. Also Leute, die eher vom Lottogewinn für sich als vom Gemeinwohl für alle träumen, werden auch nicht so leicht die Politiker wählen, die sagen, jetzt kommt, ihr lasst uns doch mal hauptsächlich nach dem Gemeinwohl gehen. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie sieht das aus mit der Wahrscheinlichkeit, dass etwas funktionieren kann, wenn wir sagen müssen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Vertrauen können wir nicht, also müssen wir auf Kontrolle gegenüber Menschen bauen, die nicht einfach von alleine aus so einer bewussten Verantwortlichkeit handeln würden. Und ich finde ein super Beispiel, um sich das näher anzuschauen, war der Zertifikatehandel beispielsweise auch, der CO2-Zertifikatehandel. Da kann ich dann beim nächsten Mal noch was zu sagen. Ja, ich erstmal, also mein Gesamteindruck, ohne Wohlfühlstimme sozusagen mit Appell an Verantwortungs- und persönlicher Weiterentwicklung zu einem reflektierenden, menschenrechteachtenden und so weiter Lebewesen, kriegen Sie die 56% nicht. Das wäre so meine Befürchtung. Deswegen sage ich, wir kriegen die 56% über die Wohlfühlstimme, ja, und andere ähnliche Maßnahmen, Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege mit Wohlfühlstimme und so weiter. Ja? Und über 20 Reformen kriegen wir diese 56%. Ne? Und der Neandertaler, zum Beispiel ganz interessante, gerade vor einer Woche habe ich, oder gestern, vorgestern habe ich die Arte-Sendung geschaut, in der nochmal deutlich gemacht wurde, es gab zwischen dem Neandertaler und dem Homo sapiens gar keine Verdrängung. Es gab weder eine gewaltsame Verdrängung noch eine ressourcenmäßige Verdrängung, sondern es gab sexuelle, liebevolle Kontakte. Die Gruppen haben jahrzehntelang nebeneinander gelebt, obwohl ja die wirklich fremd waren. Ja? Denn der Neandertaler, dem sind wir ja. Homo sapiens hat sich ja bis vor 300.000 Jahren, das sind die neuesten Zahlen, in Afrika entwickelt. Und wir sind ja erst 100.000 Jahre vor unserer Zeit ausgewandert aus Afrika und sind dann erst vor 40.000 Jahren etwa, oder ja, in dem Bereich dann erst dem Neandertaler begegnet, sozusagen, oder schon, vielleicht auch schon vor 50.000, vor 70.000 Jahren, und haben mit dem aber schon in liebevollen Besuchen gelebt. Wir haben uns gegenseitig besucht, hatten Sex miteinander und hatten Nachkommen miteinander. Wir sind genetisch heute eine Mischform aus Neandertaler, deswegen, das war gar keine andere Art, das war nur eine Variante der Art Mensch, ja? Sehr interessant. Ich meine, wobei niemand von uns jetzt sagen wird, dass es nicht, wir haben es ja bei den Primaten schon gesehen, der Unterschied von so den großen Schimpansen, den kleinen Schimpansen. Wir haben danach gesehen, es gibt kriegerische Stämme und weniger kriegerische Stämme. Also, dass da keine Gefahr besteht, wenn man nicht unterscheidet oder nicht danach guckt, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob da eine Meinungsverschiedenheit existieren würde. Aber ich gehe noch weiter auch. Die Frage ist, also oder erstmal, ich sehe es ja auch so, dass jetzt unser Gespräch auch zu der Fragestellung führen kann, wie können sich diese Wege und Ansätze vielleicht einfach auch konstruktiv ergänzen. Kombinieren, also ja. Ich kann den Menschen ohne weiteres sagen, geht hin und achtet darauf, dass da Leute euch nicht nur als marktwirtschaftliche Verwertungsobjekte betrachten, sondern nach eurem Wohlgefühl auch gehen oder anfangen überhaupt darauf zu achten. Ich würde aber hinzufügen, lasst euch dann nicht in Sicherheit wiegen, wenn sie sagen, LSD ist ausgeschlossen, weil es gibt auch viele andere künstliche Drogen und Mechanismen, die eingesetzt werden könnten, um euch an wirklicher freien Verantwortungsfähigkeit vorbei irgendwie zu knechten oder zu manipulieren. Also lasst euch die Dimension dieser echten Persönlichkeits- und Verantwortungsreife nicht irgendwie weglavieren. Aber ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt in eurem Ansatz und meinem Ansatz man sich gegenseitig zuarbeiten kann, indem man sagt, ja hier, achtet doch mal drauf, guckt mal drauf und schaut, wie viel das wert oder wie viel das ein Fortschritt auch sein kann.
Aber ich wollte noch eben als Beispiel sagen, bezüglich Zertifikatehandel. Also das Prinzip Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wo ich sagen würde, wirkliche Vertrauenswürdigkeit gibt einem die Gewähr, dass die Abläufe auch funktionieren. Beim Zertifikatehandel zum Beispiel war es dann so, dann fahren halt manche, da gibt es einen guten Beitrag, der Anstalt ist das, glaube ich, da, über Zertifikatehandel, wo so ein Mr. Spock kommt und einen der Wirtschaftsberater diesbezüglich zur Rede stellt. Also was da alles für Korruptionsmechanismen möglich sind, wenn Menschen eigentlich gar nicht aus diesem Gesamtverantwortungsmotiv handeln, sondern aus kleinen Motiven. Also die können dann hingehen und können sagen, okay, wir fahren jetzt mal schnell hier den Ausstoß und den CO2-Ausstoß unserer Firma hoch, unserer Fabrik, und dann lassen wir uns die Zertifikate geben, dass wir es wieder zurückfahren oder so. Und das haben wir genau deshalb gemacht. Wo die Zertifikate werden rausgegeben und sind erstmal reingeschenkt, wie es da auch war, und haben dann gar keinen Bremsungseffekt und ähnliches. Also total spannend. Ist gut, sich diese Sendung von der Anstalt mal anzuschauen. Ja, dann mache ich mal mit meiner Antwort weiter. Ich habe für die Zuschauer zur Information habe ich mal das Stichwort Drogen, habe ich ein neues Bild aufgeschlagen. Kurze Pause. Ich habe also ein Bild aufgerufen, auf einer der Homepages. Es gibt ja vier Homepages, die mit den nextscientistforfuture.de zu tun haben. Und ich beschreibe Ihnen erstmal nur die Seite, damit Sie das vom geistigen Auge sehen können. Da steht wohl für 6 diskutierbare neue Steuerungselemente. Das ist also der planwirtschaftliche Anteil in der postkapitalistischen, postmarktwirtschaftlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsform. Ja? Wohlfühlnoten, Wahlstimme, ja, Wohlfühlstimme, Gesundheitskosten, Erwartungskurve, tatsächliche Gesundheitskosten und dann Sicherheitsgefühl, Stimme, da muss man drüber sprechen, ob man also als Grundlage für die Verdienstzuschläge von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz, bis man die endgültig ganz wieder abschaffen kann, sozusagen. Wir halten das für abschaffbar, ja, weil wir halten die gesamte Kriminalität als Fehlentwicklung aufgrund der Marktwirtschaft. Und das muss ich auch gleich noch ergänzen, nämlich wir sehen den Unterschied darin, dass zwischen Ihnen und mir, jetzt würde ich den Unterschied so sagen, dass Sie denken, dass das Kriegerische und das Antagonistische in der Menschheit durch andere Faktoren gekommen ist, während wir sagen würden, wir sind genetische Pazifisten, die durch die Marktwirtschaft in den Krieg getrieben wurden, sozusagen, weil es Profit gebracht hat, mehr Steinäxte verkaufen zu können, wenn die Menschen zu Kriegen aufgehetzt werden. Wir sehen einen aktiven, Daniele Ganser kann ich vielleicht erwähnen, den aktiven Aufhetzungsprozess zum Krieg. Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, den müssen wir jetzt töten. Ja? Und USA-Bürger, geht ihr mit mir? Ja? Tötet ihr diesen gefährlichen Saddam Hussein mit uns? Und schon waren sie kriegsbereit. Ja? Darin sehen wir den Mechanismus. Und jetzt kommt die entscheidende Größe, die Steuer- und Abgabenleistung. Wenn Sie irgendeine Droge verwenden, die den Menschen vergiftet schleichend, dann reduziert das seine Steuer- und Abgabenleistung, solange wir sowas überhaupt noch haben, dann. Und dadurch fliegt jeder, der das mit Drogen trickst, egal welcher Art, wird immer verlieren, wird immer nur noch Geld verlieren. Wechsel? Ja, das halte ich für bezweifelbar, weil die Drogenwirkung sehr unterschiedlich ausfallen kann und es so sein kann, dass gezielte Drogeneinflüsse oder Manipulationseinflüsse Menschen so hingestalten, wie man es sich erträumt. Wir wissen, in welche Richtung die modernen Forschungen gehen, da auch die Hirnfunktionen, die organischen Hirnfunktionen mit Computertechnik und anderem zu ergänzen oder teilweise zu ersetzen, welche Manipulationsmechanismen da in Absicht sind bei manchen Forschern. Aber ich habe aufgegriffen aus dem, was Sie sagten, diskutierbare neue Steuerungselemente auch kam da so mit vor. Also das kann sicherlich eine Brücke zwischen uns sein, also den verschiedenen Forschungsansätzen, die wir aus meiner Sicht gut nutzen sollten. Denn, also ich betrachte als den Schlüssel für
den Weg in eine wirklich vernünftige, verantwortliche Zukunftsentwicklung. Dass wir endlich aufhören mit der Zensur. Dass wir endlich die offene Diskutierbarkeit, die also freie Argumenteplattformen, auch für wissenschaftliche Auseinandersetzung eröffnen, wo nicht nach Willkürmotiven Gesichtspunkte ausgegrenzt werden, tabuisiert werden. Da gibt es eben eine ganze Menge solcher Punkte. Ich habe ja schon versucht, deutlich zu machen, das Post-Conventional Level selbst ist ein ungeheuer tabuisierter Inhalt, der bei weitem nicht in Angemessenheit zur Bedeutung zur Geltung kommen kann. Und da glaube ich eben, in diesem Anliegen, so ist meine Hoffnung in alle Richtungen, da kann man sich vielleicht verbinden, dass man sagt, wir brauchen eine freie Argumentekultur, die auch Ansprüchen genügt, wie zum Beispiel dem eigentlich anerkannten demokratischen Bildungsideal, dem Beutelsbacher Konsens, der da besagt, dass wenn ich einen Menschen als freien Wähler betrachten will, dass ich ihm dann die volle Bandbreite der Wahlmöglichkeiten überhaupt sichtbar machen muss. Das heißt, ich darf es nicht so machen, dass er von mir nur drei Möglichkeiten auf den Tisch gelegt bekommt, wo er aus meiner Sicht dann nichts Verkehrtes mehr wählen kann, sondern er ist der Wähler letztlich, ohne filternde Bevormunder und so. Ja, und für uns ist ja sozusagen der Mensch voll demokratisch, erst durch die Wohlfühlstimme, ja, und die Steuer- und Abgabenleistung. Es ist so, wenn es jemandem gelänge, eine Droge zu entwickeln, die den Menschen nicht zerstört, dann hätte ich gar nichts dagegen. Denn das wäre ja dann eigentlich ein Vitalitätsmittel. Bisher hat jedes erfundene Vitalitätsmittel langfristig zu mehr Schäden geführt als zu Nutzen. Und von daher würde ich sagen, das würde dann schlechte Werte bekommen. Und dann, wir können ja auch noch was anderes machen. Und solange es noch Justiz gibt, das wird ja noch eine Zeit lang nötig sein in der Übergangsphase, würde ich sagen, 15 Jahre Gefängnis für jeden, der versucht, Drogen reinzuziehen in Wasser, Lebensmittel oder Luft oder was auch immer, ne? Oder Medikamente. Ne? Und von daher 15 Jahre Gefängnis. Ne? Das würde ich auch als Maßnahme sehen. Und das würde in der Summe bedeuten, dass wir also sozusagen ganz am Ende, denn wir müssen uns jetzt mal dem Schlussbild nähern. Wir haben, glaube ich, noch circa eine Viertelstunde, würde ich sagen, läuft die Maschine noch. Ich kann es gleich mal genau eruieren. Wir haben noch, er zeigt mir nur noch 6 Minuten an, das wäre sehr wenig. Dann stimmt irgendwas mit dem Aufnahmegerät nicht. Dann machen wir halt 6 Minuten. Das heißt, ich versuche schon mal abzurunden. Wir wollen ohne Staat, ohne Geld, in Kommunen leben. Die Männer schenken alles, was sie erwirtschaften oder finden, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune. Null Krieg, kooperative, liebevolle Liebesfeste mit Nachbarkommunen, mehr nicht. Sie sind dran. Denken Sie daran, dass wir versuchen, so ein Schlusswort zu finden nach und nach jetzt. Ja, herzlich gerne, herzlich gerne. Also ich greife aber nochmal auf, Sie sagten, Drogen, die nicht zerstören oder so, die könnten ja auch vitalisieren und gut sein. Mir kommt es darauf an, keine Drogen, die manipulieren. Und im Grunde genommen, ich hoffe mal, dass die Zuschauer, wenn sie jetzt den Inhalt unseres Gesprächs nochmal vor Augen halten, dass sie vielleicht den Schluss auch mitvollziehen können, alle Einflüsse, die mich daran vorbeimanövrieren wollen, es selbst überhaupt aufs Ganze gesehen abschätzen zu können, ob ich manipuliert werde oder nicht, sind schon zu verdächtig. Also alles, was mir diesen Blick, das überhaupt selbst auch beurteilen zu können, nicht zugesteht oder nicht zumindest das Mögliche auch geschehen lässt. Also ich bin jetzt ganz vorsichtig, weil es gibt oft das Argument, die Menschen sind doch dazu nicht fähig und das sind alles Überforderungen, geht nicht. Aber wer mir nicht das Mögliche an Selbstorientierungsfähigkeit eröffnen will oder zukommen lassen will, dass ich mich so bilden kann oder gebildet werde, ist das derjenige, der mich wirklich zur Freiheit und zu meinem höchsten Wohlergehen oder Selbstentfaltung führen will. Und der wichtigste Punkt, wo ich hoffe, dass wir uns einig sind eben und alle anderen auch, lasst uns die Horizonte öffnen, alle Argumente auf den Tisch, dass nicht irgendwelche Bevormunder sie uns ausfiltern und vorsortieren, sodass wir dann nur noch nach deren Willen funktionieren können, alle Argumente auf den Tisch und dann können wir frei nach wissenschaftlichen Maßstäben und Argumentequalität, Argumente statt Fäuste, können wir uns orientieren. Das ist mein zentraler
Anspruch, meine Empfehlung, damit wir den Durchbruch in die Welt der Zukunft finden können, die dann in der Tat hochgradig solche Gestalt haben werden, wie Sie das beschrieben haben, ohne Staat und Geld, liebevoll teilende und schenkende Kommunen, ja. Ja, dann bin ich wieder dran, ja? Ja, ja. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Minuten. Wir suchen ein Schlusswort nach dem anderen. Und denn ich glaube, ich habe mich vertan, wir haben doch noch ein paar Minuten mehr. Fridays for Future, da wäre es zum Beispiel auch ganz toll, wenn Sie mit denen in Kontakt kommen würden, denn die sind nämlich auch leider von vielen Seiten manipuliert worden, obwohl die ja eine Riesenchance darstellen. Gestern war Carla Rebensma wieder in der großen Talkshow in ARD. Das heißt, die sind noch nicht weg vom Fenster. Die haben immer noch Zugang zu den großen Medien. Und wir brauchen diese offene Diskussion. Aber mittlerweile verhält sich Fridays for Future abschottend. Also sozusagen, die reden nur noch, ich sag's mal, mit Linksextremisten. Die reden mit Stalinisten, mit Maoisten, die reden allerdings auch mit Christian Felber noch, ja, weil, obwohl der denen wahrscheinlich teilweise schon zu wenig radikal ist, ja, und ich sehe im Stalinismus, Maoismus und Honeckerismus eher was extrem Gefährliches und extrem Schädliches, ja, und deswegen ist es so für uns so, es wäre ganz toll, wenn wir es schaffen würden, die wieder ins Gespräch reinzuholen, weil sie das sind die einzigen, die den Zugang zu den Massenmedien haben und den braucht man. Wir brauchen eine öffentliche, demokratische Diskussion darüber, wie ob wir nicht irgendwas ändern sollten in dieser Welt. Und dass wir was ändern wollten, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir müssen was ändern. Ja? Und da ist so der Punkt, dass leider, jetzt sage ich es mal ganz hart, Ich habe leider zu viel mit dem Internet zu tun. Das zerstört total die Hoffnung auf die Menschen, ja, weil sie erleben dort unheimliche rechtsradikale Sekten, rechtsradikale verschwörungstheoretische Sekten, linksextremistische, verfassungsfeindliche verschwörungstheoretische Sekten mit Hass auf die Reichen, wo es nur darum geht, wie kann ich schnellstmöglich die Reichen umbringen, ermorden, totschlagen und so weiter. Und davon halten wir nichts. Ne? Sie sind dran. Ihr nächstes Schlusswort. Ja, ich hatte gesagt, diese freien Argumente-Plattformen, eingebettet auch in entsprechende Rahmenstrukturen, die ich mal so beschreiben würde, also frecher Spruch auch zum jetzigen Gesellschaftszustand. Wir haben in der jetzigen Gesellschaft Arbeitsagenturen und Kriegsministerien. Wir haben keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Das heißt, für die wichtigsten Aufgaben haben wir keine Organisationszentrale. Das wird alles kein Zufall sein. Und diese Dinge müssen auf den Tisch und wir brauchen dann solche Nachhaltigkeitsagenturen, die Friedensagenturen in sich haben. Und das wichtigste Werkzeug der Friedensagenturen, da sehe ich das Schlüsselwerkzeug, mit dem wir auch anfangen können, weil nichts ist so drängend, also wir können uns an vielen anderen Diskussionen vorbeidrücken, aber wenn wir in Konflikte geraten, dann wird es drängend, dann wird es heiß. Und in den heißesten Konflikten dann mit so einer Strategie Argumente statt Fäuste anzusetzen, ist der Weg, um den wir alle wohl am wenigsten drumherum kommen oder wo es am sinnvollsten ist, da einen unmittelbaren, sehr unmittelbaren Hebel zu setzen. Und also ich bin an vielen Stellen engagiert, bei Scientists for Future, bei Scientists for Extinction Rebellion. Ich sehe überall diese Gesinnungskämpfe auch zwischen Teilgruppen und ich setze mich überall dafür ein, dass man die ursprüngliche Meinungs- und Diskussionsoffenheit auf der Basis eines gering gehaltenen gemeinsamen Nenners, eines Nenneranliegens, dass man das hochhält und nicht in diese Teile- und Herrscherschablonen kommt, wo man mit künstlich hinzugefügten Ideologieelementen versucht, andere aus dieser offenen Diskussionsbühne rauszudrängen. Ja, sind Sie fertig soweit? Ja. Ja, ich kann auch sagen, ich habe eher über meine Hintergründe jetzt nicht viel gesagt, das kann man, wer will, kann da recherchieren, aber ich gehöre auch zur Gandhi-Bewegung, Kommune-Bewegung und so weiter. Also ich habe mit einem der Gründer der Grünen erstes praktisches Projektexperiment durchgeführt und so weiter. Ja, nee, das ist hochinteressant, ich greife das auf. Freie Argumentationsplattformen, sehr gut, stimme ich voll zu. Ja.
statt Argumente statt Fäuste, hundertprozentige Zustimmung. Und super. Scientists for Future war leider für uns eine Enttäuschung. Deswegen, es gibt uns ja nur die Next Scientists for Future als Arbeitskreis sozusagen innerhalb des Weltrates der Weisen gibt es ja nur, weil diese 24 Professoren und diese Bundesministerin von dem Begründer der Scientists for Future, dem Dr. Gregor Hagedorn, nach 4 Stunden Gespräch, wo wir uns eigentlich zu 90% in allen Dingen einig waren, nicht akzeptiert wurden, sondern die so ihr Ding machen wollten und eher so auf Gegeneinander ausgerichtet war, sozusagen. Und der sagte so quasi, ja, letztendlich hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen, dass wir die Marktwirtschaft beenden wollen, dass wir den Kapitalismus beenden wollen. Das hat ihm wohl nicht gefallen. Und deswegen sagte er auch so die Konzeption, so Wohlfühlstimme oder ähnliche Konzepte, dass dafür noch für ihn noch nicht genügend statistische Studien vorliegen würden. Aber darüber gibt's, das können sie nicht. Sie können ein zukünftiges Gesellschaftsmodell leider nicht mal so eben experimentell durchstudieren. Das ist leider nicht möglich. Es ist so ähnlich wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn sie das nur für 2 Jahre einführen, wird das nie die Wirkung entfalten, wie sie es, wenn sie es für lebenslänglich für alle einführen. Also das sind so Dinge, manche Dinge entziehen sich so den Studienzugängen, von denen wir sowieso relativ als Naturwissenschaftler sowieso sehr vorsichtig sind, wegen der gesamten Betrugsstudien und gekauften Studien und Fälschungsstudien und so weiter. Ja, ja, also und übrigens die Next Scientists for Future, das vielleicht nur als letzter Satz noch. Die Next Scientists for Future haben sich selbst ja auch angeboten als neue WHO und neues RKI, weil sie die einzigen sind, die unabhängig sind. Bei uns hat man also auf unabhängig von marktwirtschaftlichen Interessen gesetzt. Sie sind dran mit Ihrem nächsten Schlusswort. Ja, also da kann ich vielleicht 2 Dinge zu sagen. Also ich kann es nicht so nachvollziehen, wenn da irgendwelche Ausgrenzungen geschehen würden mit dem Argument, das ist noch nicht ausreichend belegt. Also das kann man vielleicht für die Außendarstellung sagen, dass da keine falschen Ansprüche auf wissenschaftliche Ergebnisqualität erhoben werden. Hat er sogar schriftlich so geschrieben, der Hagedorn. Ansonsten gehört es zur Wissenschaft, freie Wissenschaft zu vertreten und dafür auch einzutreten. Also Scientists for Future würden sich das Grab schaufeln, wenn sie da sagen würden, die Offenheit auch für wissenschaftliche Thesen, die zu erforschen und zu belegen sind, wäre etwas, was da im Widerspruch steht. Und das vertrete ich in alle Richtungen, auch bei Extinction Rebellion und ja überhaupt auch in der gesamten Gesellschaft, auch dem Wissenschaftsapparat, der auch bei weitem nicht zensurfrei funktioniert. Das müssen wir mal ganz deutlich festhalten. Genau. Dass irgendwelche ideologischen Ausgrenzungskriterien, die nach anderen Faktoren geschehen als nach Argumentequalität bzw. wissenschaftliche Argumentequalität, sind diktatorische Verzerrungen des freien Denkens und der freien Wissenschaft. Und das wird natürlich versucht und das wird von innen und von außen versucht und da müssen wir uns gegenstellen, wo immer es möglich ist, um diesen freien Austausch als Basis für jegliche andere Orientierung zu ermöglichen. Gleichzeitig ist das ja sehr ungünstig, wie da mit Spalte- und Herrschemechanismen gearbeitet wird. Also ich kann als konkretes Beispiel jetzt sagen, wenn die Linken da wirklich sich so dermaßen raushängen mit, also wer hier jetzt in der Corona-Krise sagt, das könnte eine Fehlstrategie des Staates sein, der ist gleich rechts- und verschwörungstheoretisch. Und wer da nicht die Spielräume für kritische Sichtweise und Erkenntnisse angemessen zulässt, der liefert die besten Argumente für das immer stärker werden von rechten Strukturen. Wenn man die vernünftigen Argumente den anderen nur noch zuschiebt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man selbst als eng dogmatisch und ablehnenswert erscheint im Endeffekt. Also da läuft vieles sehr schief und wirklich freie Argumenteplattformen könnten da echte Auswege bringen. Ja, und deswegen lassen Sie uns doch, was wir praktizieren, ist gerade eine Talk-Demokratie. Ja? Mit Redezeituhr, wie bei den Indianern, einander zuhören. Und nicht unterbrechen und so weiter, jedenfalls nicht ständig und so weiter. Und lassen Sie uns das fortsetzen.
Lassen Sie uns das mit Leuten von offenen Leuten von Scientists for Future fortsetzen, denn wir haben den, warum haben wir den jungen Leuten von Fridays for Future den Kohlestopp 2026 statt 38 anbieten können? Warum haben wir ihnen den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima anbieten können, für die Kooperation und den gemeinsamen Auftritt in den Großmedien? Warum konnten wir ihnen das anbieten? Weil wenn wir die Wohlfühlstimme einführen, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege einführen. Der Kapitalismus ist das verschwenderischste System. Unser Ernährungssystem macht die Leute krank und dann geben wir nochmal 370 Milliarden jedes Jahr aus für die Behandlung dieser Krankheiten und dort werden sie dann von der Medizin chronisch verwaltet, also als chronisch Kranke verwaltet. Ja? Das ist die falsche Strategie. Wenn wir über die Wohlfühlstimme und über die Gesundheitsdaten sozusagen dafür sorgen, dass wir nur noch 10% der Kranken haben, die wir bisher hatten, können wir diese eingesparten Milliarden dazu verwenden, ganz Deutschland mit Sonnenkollektoren zu bedecken oder was auch immer Fridays for Future möchte. Das wäre eine Sache des Deals dann, was die haben möchten. Und wir sagen, wir können bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr durch die Beendigung des Kapitalismus freisetzen an Geldern, die wir alle für den Klimaschutz verwenden könnten, für eine Vorreiterrolle und dann daraus resultierend einen weltweiten Zertifikatshandel, den wir dann initiieren können. So, Sie sind dran. Es kann jetzt sein, dass es jederzeit unterbricht, aber dann haben wir halt Pech gehabt. Aber machen Sie einfach weiter. Okay. Also ich sag mal, wo wir jetzt von Zielperspektiven sprechen, kann ich das vielleicht auch noch hinzubringen, mal ganz weit vorgegriffen. Was wird denn die Zukunftsgestalt sein? Also ich nenne es eine Menschheitskonsensdemokratie, weil wir im Moment Mehrheitsentscheidungen haben, die sind schon an sich fraglich, also wie weit die Mehrheit sich mit Gewalt gegen eine Minderheit durchsetzen darf. Das heißt, wir brauchen immer mehr Vernunftkonsensebene, wo die Qualität der Argumente für alle dann auch akzeptabel sich durchsetzen kann. Und wir müssen sehen, wenn im Moment eine Mehrheit hier in Deutschland eine Entscheidung trifft, die auch die Kinder der Zukunft und Kinder der dritten Welt betrifft, dann wäre sogar 90% Mehrheit hier trotzdem nichts anderes, als dass eine Minderheit über Mehrheiten mit Gewalt bestimmt und verfügt. Denn die entscheidendere Mehrheit sind die betroffenen Kinder der dritten Welt oder der Kinder der Zukunft. Das heißt, eine Menschheitskonsensdemokratie, die es wirklich bringen könnte, jetzt auch von der Verantwortungsqualität her, das wäre so, dass da dann eben von Anfang an klar ist, die entscheidende Mehrheit sind immer die Kinder der Zukunft. Und hier und heute kann man vielleicht nicht alles dann beurteilen, was sie wollen, aber es könnten vertrauenswürdig, ich betone 10-mal unterstrichen, also Menschen, die nicht anderen dabei irgendwie als falsche Autoritäten gegenübertreten wollen und die sich prüfbar machen. Aber solche vertrauenswürdigen Wissenschaftler, die könnten bestimmt für bestimmte Bedürfnisse der Kinder der Zukunft, wie überhaupt existieren zu dürfen, die natürlichen Lebensgrundlagen noch zu haben, eintreten. Und dann würde eine Stimme so eines Wissenschaftlers 90% von eher kurzsichtig konsumorientierten Menschen heute überwiegen, von der Gewichtung her. Also das sind alles die Baustellen, die ich damit anspreche, wo wir mit offenem Denken und dann freiem Experimentieren für die Zukunft irgendwie drangehen müssen, denke ich mir. Ja, also möglicherweise bricht es gleich ab, aber mein Schlusswort wäre, die Wohlfühlstimme ermächtigt den Menschen. Die Wohlfühlstimme wäre ein Ermächtigungsgesetz für den Menschen über die Wirtschaft, anstatt wie bisher, dass die Wirtschaft den Menschen versklavt durch gewinnbringende Irrtümer. Also der Ausstieg, der sanfte Ausstieg aus dem Kapitalismus, aus der Marktwirtschaft, mit der Wohlfühlstimme ermächtigt, ist das Ermächtigungsgesetz für den Menschen über eine schädliche Wirtschaftsautomatik. Ja? Das wäre so mein Standpunkt. Und eben, ja, dass wir haben früher sehr stark darüber nachgedacht, völlig neue Demokratiestrukturen aufzubauen. Und plötzlich haben wir festgestellt, ja, aber die Wohlfühlstimme würde doch sogar die früher korrupten Parteien sozusagen, würde ja zwingen, völlig, also wissen Sie, wenn die Wohlfühlstimme kommt, gibt es keinen Lobbyismus mehr, von heute auf morgen. Kann es nicht mehr geben, weil der Lobbyismus hat ja immer zum Ziel, zum Beispiel Tabakindustrie, dass eben etwas, was den Menschen schadet, weiterhin erlaubt wird. Oder etwas, was den Konzernen Geld bringt, aber die Menschen Geld kostet oder den Menschen schadet,
zum Gesetz wird. Und das wird ja, würde ja dann immer zu verschlechterten Wohlfühlstimmen führen und würde dadurch sich nicht mehr rechnen. Also vom ersten Tag der Einführung der Wohlfühlstimme gäbe es keine Lobbyisten mehr. Ja, grundsätzlich nicht mehr. Weil einfach all diese negativen Dinge, die wir so feststellen und weswegen so viele auch von Pseudodemokratie sprechen heutzutage, diese Mechanismen wären alle weg und vom ersten Tag an hätten wir eine perfekte Demokratie, weil es dann gar nicht mehr darauf ankommt, wie genau die strukturiert ist, sondern die Wohlfühlstimme lenkt das alles. Sie sind dran? Noch läuft es. Ja, also ich glaube, da sehe ich nach wie vor den Haken. Die Wohlfühlstimme kann es regeln, wenn die Leute das, was ihr Wohlfühlen eigentlich ist, auch passend definieren können oder da ein Bewusstsein zu haben. Ansonsten, die Tabakwerbung macht da Werbung mit meine Freiheit und so weiter. Die ist das große Abenteuer und ich kann noch im Augenblick auch genießen und. Also da wäre diese Baustelle, die aus meiner Sicht nur zu lösen ist, dadurch, dass der Wohlfühlbegriff auch wirklich zutreffend für die Menschen gefüllt ist und nicht selbst auch fehlgeleitet oder suchtgeprägt und so weiter ist. Aber in der Richtung können da verschiedene Maßnahmen schon was bringen. Ich finde es spannend noch zu sagen, dass ich an diesen neuen Aufbruchsbewegen, auch Fridays for Future und Extinction Rebellion, recht gut finde, dass die im Prinzip den Ansatz ja auch haben. Wir listen jetzt nicht eine Öko-Zielsetzung nach der nächsten auf, sondern es geht uns stark darum, erstmal die neuen partizipativen Strukturen zu entwickeln, also neue Demokratieansätze. Bei Extinction Rebellion dann neue Bürgerversammlungen, in denen die Aufgabe von vornherein bekommen, also denen der Auftrag gegeben ist, Auswege aus der Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit herbeizudenken oder Konzepte dafür zu machen. Ich glaube, das wird erst richtig funktionieren, wenn die Leute das nicht machen, nur weil sie beauftragt sind und nicht auch gleichzeitig sagen könnten, SUVs für alle oder so, also SUVs für alle. Das wird nur funktionieren, wenn sie es nicht wie ein Klotz am Bein machen, also als einen Auftrag, den sie eigentlich nicht wollen, sondern bei